Herzlich willkommen in die Runde. Heute geht es ja darum, wohnst du schon oder suchst du noch? Das haben wir ja an den ein oder anderen Städten haben wir das Problem, dass zu wenige Wohnungen da sind für diejenigen, die sie brauchen, nämlich gerade bezahlbaren Wohnraum. Das haben wir aber nicht nur in Großstädten oder in reichen Bundesländern, sondern auch gerade bei uns im ländlichen Raum. Und da ist das egal, ob das Stadt oder Land ist. Wir haben ein Wohnungsproblem sowohl für Studentinnen und Studenten, aber auch für Auszubildende, für die Senioren, die auch nichts finden oder auch Alleinerziehende. Das ist ein großes Problem und wir als Sozialdemokraten haben uns dieses Thema ja auf die Fahnen geschrieben. Ich sage mal liebevoll dazu, Wohnen, Bauen, Mieten für alle. Diejenigen, die es eben in der gewünschten Form auch haben wollen und es bezahlen müssen, soll es auch etwas geben zu deren Preisvorstellung. Deswegen bin ich ganz dankbar, dass Kevin heute da ist, Kevin Kühnert. Ich habe gefragt, ob ich ihn vorstellen soll als Bundestagskandidat, weil ich sehr dankbar bin, dass er dann ab der nächsten Legislatur ja mit mir im Bundestag sitzt und das Thema weiter auch mit voranbringt. Oder als stellvertretenden Bundesvorsitzenden unserer großartigen und stolzen Partei der SPD. Er hat dann gesagt, naja, Kevin reicht. Ich finde, stimmt. Willkommen, Kevin. Schön, dass du da bist. Heute sprechen wir über Wohnen und nicht über Sport. Dann haben wir Katrin Bockei, die ist die Bürgermeisterkandidatin in der Elbmarsch. Die wird gleich ein bisschen mehr über die Elbmarsch und ihre Vision für diese Gemeinde uns erzählen und verraten. Deswegen gehe ich gar nicht großartig auf diese tolle Frau ein, sondern das darf sie gleich nochmal selber sich vorstellen und dann ihre Ideen und das, wo sie die Herausforderungen sieht. Und ich freue mich jetzt schon auf diesen erfolgreichen Kommunalwahlkampf, den wir in der Elbmarsch zu erleben oder erleben werden. Und dann, last but not least, Frank Piwecki. Das ist derjenige, der in Buchholz den Herausforderer der CDU sich stellt. Buchholz ist ja im Moment schon Hattenbürgermeister, aber eben die falsche Farbe. Und wir wollen eben Buchholz wieder rot machen, weil ich finde, rot ist eine Farbe, die Städten gut steht. Und Rot war auch lange nicht mehr in dieser Stadtpräsenz, ganz oben an der Spitze. Auch Buchholz hat seine Probleme, wenn es um Wohnungsbau geht, um überhaupt Wohnungen. Ich war heute unterwegs mit Steffi Menge und habe Tür zu Tür gemacht. Und das ist schon etwas Beeindruckendes, was man an den Türen hört, wenn man über sozialen Wohnungsbau und bezahlbaren Wohnungsbau spricht. Von daher freue ich mich, dass auch Frank von sich aus einen Input gibt über die Stadt, über seine Sicht der Dinge, aber auch, wie er sich zukünftig Buchholz in der Nordheide vorstellt. Das sind meine Worte, weil ich möchte, dass wir gemeinsam diskutieren. Wir stellen alle auf stumm. Ich darf sogar alle auf stumm stellen und ich bin der Meister da drin oder die Meisterin. Und ich würde sagen, damit wir anschließend auch in den Austausch kommen und in die Diskussion, weil jeder empfindet Wohnen vielleicht anders als ich, wäre es gut, wenn man einfach Wortmeldungen in den Chat schreibt oder auch gerne die digitale Hand hebt oder auch nur die WM. Ich weiß, es ist dann nicht die Weltmeisterschaft, so schlau bin ich dann auch. Das heißt dann Wortmeldung, also wer es lieber kürzt, der macht die WM. Ansonsten Wortmeldung und dann nehme ich gerne dran und ich freue mich, wenn wir anschließend diskutieren. So, Entschuldigung nochmal für die Verspätung, Entschuldigung für technische Probleme. Was ist so, wenn Technik und Frauen aufeinanderstoßen? Klappt es und manchmal klappt es eben nicht und heute hat es nicht geklappt und deswegen sind Frauen so flexibel, dass sie spontan ein anderes Format nutzen. So, willkommen in die Runde und wer hat jetzt das Wort? Wir hatten uns geeinigt, dass Katrin Bockei anfängt. Und Kevin ganz zum Schluss den Sack zumachen. Mit 40 Minuten, also bitte schon mal alle drauf einstellen, 40 Minuten Vortrag von Katrin. Vielen herzlichen Dank, Svenja, für die schönen einleitenden Worte. Wie gesagt, ich bin Katrin Bockei und für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, würde ich gerne drei Sätze zu meiner Person loswerden, weil die auch etwas über mein Wohnen aussagen und über die Erfahrungen, die ich mit Wohnen gemacht habe. Ich bin in der Tat in der Elbmarsch aufgewachsen, also auf dem Dorf im ländlichen Raum. Ich war lange Jahre Polizistin in Hamburg und habe auch in Hamburg gelebt. Und wohne schon seit über 10 Jahren inzwischen in Geesthacht. Das ist eine Stadt im sogenannten Speckgürtel von Hamburg mit 30.000 Einwohnern. Und ich habe Wohnen in allen drei Bereichen durchaus sehr unterschiedlich erlebt.
Im Moment bin ich Landtagsabgeordnete in Schleswig-Holstein, möchte aber, wie Svenja schon richtig festgestellt hat, gerne zurückkommen in meine Heimatgemeinde und möchte in der Elbmarsch Samtgemeindebürgermeisterin werden. Für diejenigen, die die Elbmarsch nicht kennen, würde ich einleiten, kurz etwas dazu sagen, dass das eine ganz besondere Samtgemeinde durch die geografische Lage ist. Zum einen liegt die Elbmarsch im Dreiländereck, Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Und sie reiht sich im Grunde genommen wie eine Perlenkette direkt an der Elbe auf und erstreckt sich über eine Länge von 15 Kilometern mit einer Hauptverkehrsstraße über 15 Kilometer und einer zweiten Perlenreihe der sogenannten Binnenmarsch. Und das sind dann die Dörfer, die ein Stückchen weiter weg von der Elbe liegen und die dann eher als Runddörfer sozusagen mitten in der Feldmark liegen und die jeweils über die Kreisstraßen eine Anbindung haben an die Elbuferstraße, die die Hauptverkehrsstraße ist. Das ist insofern ganz spannend, weil das natürlich auch ganz besondere Herausforderungen mit sich bringt. Die Elbmarsch ist sehr gewachsen in den letzten Jahren. Sie gehört zur Metropolregion und erfährt dadurch auch einen gewissen Druck, was die Schaffung von Wohnraum betrifft. Und das bedeutet aber auch, dass damit einhergehen durchaus strukturelle Probleme im Bereich des Straßenverkehrs. Und ich finde, das ist etwas, was man eben auch mitdenken muss bei der Frage, wohnst du schon oder suchst du noch? Ich bin sehr dankbar, dass der amtierende Samtgemeindebürgermeister ein städtebauliches Entwicklungskonzept tatsächlich in Auftrag gegeben hat. Und dadurch natürlich ganz, ganz viele Rahmendaten erhoben worden sind. Das ist insofern wichtig, weil es natürlich auch Aussagen darüber trifft, ob und in welchem Maße die Samtgemeinde in den kommenden Jahren wachsen kann, soll oder auch muss, um ihre Infrastruktur zu erhalten. Und es ist ganz spannend zu sehen, dass wir in der Samtgemeinde Elbmarsch mehr Zuzug haben als im Landesdurchschnitt in Niedersachsen. Und wir haben aber auch mehr Familien als im niedersächsischen Landesdurchschnitt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Bevölkerungsrückgang, der für viele Bereiche prognostiziert wird, bei uns in der Elbmarsch so nicht oder aber sehr verspätet eintreffen wird. Und das städtebauliche Entwicklungskonzept sagt auch aus, dass die Samtgemeinde im Grunde genommen 1% Bevölkerungswachstum im Jahr nicht nur vertragen kann, sondern auch braucht, um die gesamte Infrastruktur an Ärzten, Schulen, Kindergärten und allem, was da noch so mit dranhängt, Stadtbücherei etc. halten zu können. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was für Wohnraum haben wir und was für Wohnraum brauchen wir? Und ich glaube, da ist die Samtgemeinde tatsächlich so unterwegs wie viele anderen auch. Was fehlt, ist bezahlbarer Wohnraum, insbesondere für ganz junge Menschen und für alte Menschen. Und das wird auch in den Haustürgesprächen, die ich führe, immer wieder klar, deutlich. Alle sehen eigentlich das Problem. In der Mitte seines Lebens, in der Familienphase, wohnt man im Einzelhaus. Später gehen die Kinder aus dem Haus, die finden in der Region dann im Zweifelsfall keine Wohnung. Und wenn man dann alt wird und ganz alt wird, will man noch nicht ins Altenheim, aber hat häufig dann durchaus auch Schwierigkeiten, ein großes Grundstück, großes Haus vernünftig zu bewirtschaften und ökonomisch sinnvoll und ökologisch sinnvoll. Auch das sage ich an der Stelle immer, ist das eigentlich nicht. Und ich treffe relativ häufig auf Menschen, die sagen, ich würde mich ja verkleinern, ich würde das in der Tat in Erwägung ziehen, wenn ich wüsste, wohin. Weil nämlich ich mein ganzes Leben lang 60, 70 Jahre in der Elbmarsch gelebt habe und ich möchte zwar eigentlich mein Haus oder kann mein Haus nicht mehr so bewirtschaften, wie ich das früher getan habe, aber ich möchte auch nicht aus der Elbmarsch weg und ich finde, das ist auch ein berechtigtes Anliegen. Und deshalb beschäftige ich mich insbesondere mit der Frage im Moment, wie kriegen wir es eigentlich hin, bezahlbaren Wohnraum in der Elbmarsch gerecht verteilt über alle Dörfer, sodass auch alle Teilgemeinden sozusagen zufrieden sind mit dem, was sie an Wachstum gerne hätten. Wie kriegt man das hin? Und ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen gemacht im Bereich der Kommunalpolitik in Geesthacht, weil wir nämlich 2013 eine eigene Wohnungsbaugesellschaft gegründet haben, eine 100% kommunale Wohnungsbaugesellschaft,
die seit 2013 400 Wohnungen, Wohneinheiten geschaffen hat und davon zwei Drittel öffentlich gefördert. Und ich will nicht auf der Idee bestehen, dass die Samtgemeinde Eltmarsch eine eigene kommunale Wohnungsbaugesellschaft haben muss. Ich glaube, es gibt auch andere Wege. Auch im privaten Investorenbereich kann man durchaus über städtebauliche Verträge etc. Dazu kommen, eine gut durchmischte Wohnbebauung zu machen, auch was die Preissegmente betrifft. Und das ist mir persönlich ein großes Anliegen. Ich finde, es kann nicht sein, dass man sozusagen sagt, naja, wenn du im ländlichen Raum wohnen willst und wenn du hier hinziehen willst, dann musst du es eben auch bezahlen können. Und da gibt es nur Einzelhausbebauung. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, weil es einfach die Bevölkerungsstruktur nach und nach ausbluten lässt, aus den Gründen, die ich ja eingangs geschildert habe. Und vielleicht würde ich es bei diesen einleitenden Worten erstmal bewenden lassen und das den Redebeitrag sozusagen weitergeben an Frank und freue mich aber über weitere Fragen nachher auch im Verlauf. Dankeschön, Frank. Ja, danke, Katrin. Oh, boah, wann legst du diese Messlatte so hoch? Aber ich glaube, da zeigt sich zum Beispiel durchaus auch ein Problem, was einfach so ehrenamtliche Politiker und Politikerinnen haben, wo du schon jetzt mit solchen Fachbegriffen gekommen bist. Ja, also städtebaulicher Vertrag, Flächennutzungsplan, Rahmenplan, B-Pläne. Da habe ich sofort drei Leute aus meinem Ortsverein, die sagen, oh, das mache ich nicht, ich gehe nicht in die Politik. Und das finde ich ganz schlimm, weil das natürlich einfach auf der einen Seite auch manchmal technisch genutzt wird. Ich habe es gestern gerade in unserer Verwaltung erlebt, wo wirklich auf Formalia umgeritten wird. Und auf der anderen Seite ein politisch interessierter Mensch durch solche Sachen einfach außen vor gehalten wird. Das ist so ein bisschen, das hat so ein bisschen was von weiß ich nicht, Evaluation, so das, von Evolution. Wer sich das nicht zutraut, raus. Genau die gleichen Probleme haben wir auch. Ich sagte es vorhin schon mal, wir sind die größte Stadt im Landkreis Harburg. Es gibt eine größere Gemeinde, aber als Stadt sind wir am größten. Wir haben jetzt gerade die Meldung über 40.000 Einwohner. Das ist in den letzten 20, 25 Jahren exorbitant gewachsen, ähnlich wie Katrin das jetzt auch sagte in dieser Form. Wir sind keine Stadt, die beispielsweise groß mit Nachbildungsinstitutionen gesegnet sind. Also wenn die jungen Menschen ihr Abitur gemacht haben, dann gehen sie aus der Stadt raus. Also die Zielrichtung, was Katrin sagte, es fehlt einfach so ein Mittelbau zwischen 2025 und 40 etwa so um und bei. Wir haben keine Universität oder wir haben noch keine Fachhochschule oder ähnliches. Sie sind dann meistens weg und dementsprechend fehlt diese Substanz. Aber der Ansatz dabei ist tatsächlich, wie ich finde, sehr interessant, die gut verdienenden jungen Familien, so Klassiker, also wirklich heteronormativ, zwei Kinder, beide akademisch geprägt, ziehen dann bei uns in ein Häuschen, meistens dann doch freistehend, weil es einfach irgendwie so der Wunsch immer noch ist. Und sie ziehen ihre Eltern nach. Also eine Wanderungsbewegung, die ich vor 5 bis 10 Jahren schon mal ganz interessant fand und so ganz unbewusst gemerkt habe. Und ich glaube, das müsste man mal untersuchen. Also dieser sogenannte Speckgürtel oder wie ich immer sage, Muskelmasse so um Hamburg rum, zieht eine ganz bestimmte Generation 60 plus noch mit an. Was positiv ist, weil diese Menschen sind agil, sie sind im Sportverein, sie haben einen unglaublich finanziellen Background. Aber, und das ist leider Gottes dann also auch, glaube ich, unser sozialdemokratischer Problembereich, sie treiben einfach die Preise nach oben. Also sie zahlen einfach dann auch wirklich Wohnraum für Wohnraum. Das ist exorbitant. Also da geht es inzwischen nicht mehr um 300, 400, 500 Euro, sondern es geht mehr. Und wir versuchten gegenzusteuern. Bei uns heißt es integratives Stadtentwicklungskonzept. Das haben wir, glaube ich, 2016, 2017 erstellt unter der damaligen Stadtbaurätin, die jetzt inzwischen in Kiel tätig ist und da wirklich auch sehr, sehr viel reist. Die hat das bei uns herausgearbeitet.
Und wir versuchen tatsächlich auf Kreisebene mit einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft da zu handeln, weil natürlich, das ist klar, die Kommunen und uns geht es eigentlich schon recht gut. Wir haben einen Haushalt von 80 Millionen etwa, aber die Kommunen sind natürlich für so einen Bereich zum Teil gar nicht ausgestattet. Sie können da nicht mal schnell 3, 4, 5 Millionen hinlegen, um dann einen Stadtteil zu entwickeln. Wir versuchen das mit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, weil wir, ich glaube, eine von 4 Gemeinden sind in Niedersachsen. Ich meine, in Bereichen Hannover, Wolfsburg, Buxtehude und Buchholz hat diese Mietpreisbremse, die jetzt auch wieder bestätigt wurde, soweit ich weiß. Und wir gehen schon manchmal auf Preise im Mietpreisbereich auf 15 Euro, 17 Euro, ich habe es jetzt schon gehört, 20 Euro der Quadratmeter. Und da wird es natürlich dann für noch nicht mal mehr Menschen, die wirklich in einem bestimmten sozialen Bereich da tatsächlich Miete zahlen müssen, sondern für den ganz normalen Verdiener und die Verdienerin schwierig. Die Grundschullehrerin, wo er beispielsweise auch durchaus im sozialen Sektor tätig ist, die wirklich gut verdienen, sagen, sag mal, ich kriege hier keine Wohnung. Und das ist zum Teil dann wirklich ein bisschen haarig. Diese Rahmendaten, so die wir jetzt beispielsweise bei uns haben, sehen ähnlich aus. Also dass der Verkehr beispielsweise ein Problem wird, weil das Auto ist immer noch ein Wohlstandsbelang. Ich sehe übrigens noch einen zweiten Zug, nämlich die Küche. Es werden Küchen gekauft, die sind teurer als die Autos. Das ist ein Wohlstandsbereich. Und wir haben die Arbeit nicht so direkt vor Ort. Das heißt, die meisten pendeln dann natürlich aus nach Hamburg. Es wird so gesagt, dass wir 10.000 bis 12.000 Auspendler haben, aber inzwischen auch durchaus 6.000 Einpendler, weil wir versuchen, die Arbeitsstrukturen neu zu schaffen. Mit einem Technologiepark, was auch jede dritte Gemeinde natürlich irgendwie inzwischen irgendwo aus der Taufe hebt, aber bei uns tatsächlich auch mit Leben gefüllt wird, so dass wir andere Arbeitsstrukturen hinbringen, dass es kein produzierendes Gewerbe oder keine Logistikgewerbe ist, sondern tatsächlich modernere Varianten von Tätigkeit. Und dann hast du genau die drei Punkte, die wir jetzt hier im Thema haben, nämlich wenn ich hier arbeite, wo kann ich hier wohnen und wie kann ich hier leben? Und das müssen wir mit Augenmaß anfassen. Das ist so mein Lieblingswort dabei. Wir können nicht bis zum geht nicht mehr wachsen, aber wir werden ähnlich auch in den Zahlen, wie Katrin sagte, bis 35 mit einem gut und gern 10-prozentigen Wachstum rechnen müssen, auch wenn alle anderen Heideregionen zum Teil dann etwas geringer wachsen, geht man bei uns davon aus, dass wir tatsächlich dann also durchaus so 3.500 bis 5.000 Einwohner mehr bekommen werden in den nächsten 15 Jahren. Wobei das korreliert, ne? Je mehr Wohnraum man dadurch schafft, desto mehr Leute ziehen hin, gar keine Frage. Aber das sagt sowohl die N-Bank als auch tatsächlich der Landkreis selber in der Berechnung, weil es attraktiv ist. Wir haben diese Infrastruktur, wir haben die Schulen, wir haben die Kindergärten, die Betreuung fast auf 100% herausgearbeitet. Stimmt noch nicht so ganz, aber wir arbeiten dran. Wir haben den medizinischen Versorgungsbereich. Und wir haben einen sehr guten kulturellen, ein sehr gutes kulturelles Angebot. Und das sind die modernen Facts, denke ich, die dann einfach Menschen ranziehen. Die gucken sich das an, wo will ich hin? Und dann gibt es so bestimmte Entscheidungsstrukturen dafür. Eins will ich noch sagen, wir haben inzwischen durchaus noch eine weitere Gegenkandidatin im Bürgermeisterwahlkampf von einer freien Wählergemeinschaft beziehungsweise den Grünen. Und da geht es tatsächlich primär nur um Verkehr. Also es geht tatsächlich, wie jede Stadt es irgendwie hat. Die Stadt ist überfüllt, sie ist zu, die Autos nehmen unglaublich viel Raum ein. Wir brauchen eine Umgehungsstraße, da wird seit 30 Jahren gegen gekämpft und zwar mit ganz harten Bandagen. Da habe ich in den letzten Jahren einen kleinen Meinungswechsel vollzogen und habe jetzt gesagt, ja, das ist in Ordnung, die müssen wir mit dem neuen Wohngebieten also auch verbinden. Und daraufhin geht es also dementsprechend, dass aus diesem ökologischen Bereich und dem Klimawandelbereich gegen jede Form von individuellen motorisierten Verkehr bei uns sehr hart auch angegangen wird. Wobei ich das auch
im Prinzip nachvollziehen kann. Wir müssen auch die Innenstadt zum Beispiel lebenswerter machen. Also auch in der Innenstadt muss man wohnen können und da muss man nicht nur einfach irgendwie das Auto vor der Tür haben. Aber da bist du wieder in einem anderen ländlichen Bereich, weil da viele Menschen auch auf das Auto angewiesen sind. Huhn und Ei, ne? Wann bringst du den Bus dahin und wann sitzt jemand im Bus? Wie fängt man an beispielsweise tatsächlich und investiert? Die Stadtwerke da teilweise sagen, naja, das kostet ein unglaubliches Geld. Da bist du dann wieder bei dem Problem, was die Kommunen manchmal haben. Wir knapsen da etwas. Ja, ich habe bestimmt was vergessen, aber das fällt mir bestimmt auch noch ein. Dankeschön, Frank. Kevin, jetzt hast du einen kurzen Überblick, wie es bei uns ist in der Elbmarsch, sehr ländlich geprägt auf der einen Seite und Stadt auf der anderen Seite. Die Probleme scheinen ähnlich zu sein. Ist das, jetzt bist du dran, für ganz Deutschland so? Und was ist denn deine Lösung? Wie lösen wir das denn jetzt alles? Und machen die Grünen das richtig? Ja, die letzte Was sind Frage ist ja Lösungen? fast am einfachsten zu beantworten, aber das hebe ich mir für den Schluss auf. Also erstmal schönen guten Abend an euch alle und vielen Dank für die Einladung und danke auch für die Einblicke, die Katrin und Frank gerade geboten haben. Ist ja für mich tatsächlich als derjenige, der im SPD-Parteivorstand für das Thema zuständig ist, immer auch interessant, obwohl ich viel unterwegs bin. Nochmal jenseits meiner Berliner Lebensrealität immer auch an Einzelfallbeispielen zu hören, wie es denn genau vor Ort aussieht. Denn Bauen und Wohnen ist tatsächlich ist ein super spannender Themenbereich, aber auch ein sehr vielfältiger, bei dem man aufpassen muss, dass nicht jeder nur eine Anekdote von sich zu Hause am Ende erzählt und glaubt, das sei dann überall im Land so, wie es an der eigenen Straßenecke aussieht. Das ist etwas, was man ganz häufig erlebt. Aber tatsächlich haben alle diese Straßenecken in Deutschland was miteinander zu tun. Es ist nämlich ein gemeinsamer Wohnungsmarkt. Und wir alle kennen Beispiele von Leuten, die eben nicht ihr Leben lang an einem Ort bleiben, sondern sei es wegen der Arbeit oder wegen der Kinder oder warum auch immer, diesen Ort wechseln. Das heißt, man kann auch nicht einfach nur seine Ecke für sich betrachten, sondern man muss diesen Wohnungsmarkt in Deutschland auch in seiner ganzen Vielfalt und Komplexität betrachten. Und ich glaube, wenn man sich dem ganzen Thema politisch annähert, dann ist es nicht zu viel verlangt, wenn man von einer Partei erwartet, dass sie am Anfang mal zwei, drei grundsätzliche Sachen sagt, wie sie das mit dem Wohnen eigentlich bewertet. Für uns ist Wohnen ein soziales Menschenrecht, was Menschen zusteht, dass man ein Dach über dem Kopf hat, was noch dazu bezahlbar ist, ein Rückzugsraum, wo Familie, wo Sorgearbeit stattfindet, wo Privatheit stattfinden kann, wo, wie wir in der Pandemie erlebt haben, manchmal auch Arbeit stattfinden muss und so weiter. Das ist nicht irgendwas, wo wir sagen, wenn du genug Geld angespart hast, hast du Glück gehabt und kannst dir das leisten, sondern das steht jedem Menschen in unserer Gesellschaft qua seines Menschseins zu. Und das mag so banal klingen, aber das ist ganz wichtig, weil es nichts anderes bedeutet, als dass unser Umgang mit Wohnraum ein grundlegend anderer ist als der mit Sportwagen, Luxusuhren oder was man halt sonst irgendwo auf Märkten so handeln kann. Das ist wichtig als Ausgangspunkt, denn das teilen wir leider jetzt schon nicht mehr mit allen politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. Und das hat Auswirkungen und die kann ich natürlich gerade bei mir in Berlin sehen. Und wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahrzehnte anguckt, muss man sagen, das, was in Berlin, München und ein paar anderen Großstädten passiert ist, ist eben nicht nur ein Großstadtphänomen, sondern es ist manchmal so ein bisschen der Vorbote für das, was mit 10, 15, 20 Jahren Verzögerung dann auch in den Stadträndern, in den Mittelstädten, in den Universitätsstädten und so weiter und so fort angekommen ist. Es sind eben nicht getrennte Welten, sondern es sind unterschiedliche Entwicklungsstadien, in denen wir uns da in den verschiedenen Regionen bewegen. Und ich glaube, es ist auch nicht zu viel verlangt, wenn eine Partei sich auf die Suche macht nach den Ursachen einer ungesunden Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt. Also nicht einfach nur zu sagen, hier bei uns vor Ort läuft irgendwas schief und hier bauen wir drei Wohnungen mehr oder regulieren irgendwas, sondern auch mal analytisch in die Zahlen zu gucken, was trägt eigentlich zu diesem massiven Anstieg der Wohnpreise in Deutschland, egal ob Eigentum oder Miete in so vielen Regionen bei. Und das ist, wenn man es über Jahrzehnte betrachtet, eines ganz klar, es ist die Entwicklung der Bodenpreise, der Baulandpreise in Deutschland. Das ist ein Faktor, an dem wir in kaum einer Region vorbeikommen, wenn wir uns den Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt zuwenden. In der SPD begegnet man diesem Thema gerne über den Namen Hans-Jochen Vogel und ich will das auch tun, weil es sich A gehört und B
weil es sehr sinnvoll ist, was er zu diesem Thema gesagt und aufgeschrieben hat. Hans-Jochen ist leider vor 2 Jahren verstorben, aber er hat uns ein ziemliches Werk hinterlassen, nämlich Erfahrung aus mehr als 5 Jahrzehnten auf der kommunalen Ebene, zum Beispiel als Oberbürgermeister in München, in einer Stadt, in der über wenige Jahre und Jahrzehnte hinweg um mehrere 1000% die Baulandpreise gestiegen sind. Und wenn man diese Prozentzahlen stellt neben die durchschnittliche Lohnentwicklung, dann muss man gar nicht ins Detail gehen, um sofort zu sehen, hier gehen zwei Welten auseinander. Es kann nur bedeuten, dass immer mehr Menschen sich wahlweise Wohnraum und erst recht Wohneigentum nicht mehr leisten können oder immer mehr ihres verfügbaren monatlichen Einkommens für dieses Wohnen ausgeben müssen. Beides ist ein Problem, sich einen Wohnraum nicht mehr leisten zu können oder sich kein Leben neben der Wohnung mehr leisten zu können, weil wenn die Miete bezahlt ist, das Konto schon ziemlich leer gerockt ist und eigentlich ansonsten nur noch der Kühlschrank vollgemacht werden kann. Auch das ist ein Problem und entspricht nicht der Vorstellung, die wir haben. Für uns in der Sozialdemokratie heißt bezahlbares Wohnen, dass man nicht mehr als 1/3 seines regelmäßigen verfügbaren Haushaltseinkommens für das Wohnen ausgibt. Und das ist leider etwas, was für viele Menschen gerade in Metropolregionen und drumherum heute so nicht mehr funktioniert, insbesondere wenn sie in ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben wollen, weil die Kinder da zur Kita oder zur Schule gehen, weil der Arbeitsplatz in der Nähe ist, weil Oma und Opa in der Nachbarschaft sind, die für die Betreuungsinfrastruktur wichtig sind und so weiter und so fort. Wir alle wissen, wie kompliziert und verwoben das Leben vor Ort ist und dass eine Wohnung eben nicht einfach nur was ist, was man wie die Klamotten wechselt, wenn was gewaschen werden muss zwischendurch. Und insofern haben wir uns jetzt vorgenommen für die nächsten Jahre, und zwar bundesweit, dass wir für eine Entspannung sorgen wollen auf 2 Ebenen. Wir wollen einerseits an dieses Thema Grund und Boden ran. Wir wollen dafür sorgen, dass Grund und Boden der Spekulation entzogen wird, die vielfach stattfindet. Das macht man nicht mit einer politischen Maßnahme, sondern mit einer ganzen Mixtur. Ein paar davon haben wir jetzt sogar schon innerhalb der Großen Koalition mit viel Mühe und Not anfangen können. Zum Beispiel die Möglichkeit, dass Kommunen, aber auch der Bund Grundstücke, die ihnen gehören, künftig preisgedämpft, also vergünstigt, an kommunale, an landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, auch an Genossenschaften abgeben dürfen, damit dort bezahlbares Bauen entsteht. Also ein Ausstieg aus diesem Prinzip des Höchstbietenden, wo Grundstücke behandelt wurden, als seien es so bei in einem Auktionshaus irgendwelche teuren Vasen, die angeboten werden, und wer die Hand hebt und den höchsten Preis bietet, der bekommt dann am Ende den Zuschlag. Das ist natürlich dumm, weil das füllt kurzfristig ein bisschen Stadt- und Gemeindekasse, aber es sorgt nicht nachhaltig für bezahlbaren Wohnraum und wird Folgeprobleme an anderer Stelle verursachen, von Familien, die nicht mehr vor Ort bleiben können, die umziehen müssen, von Wohngeldleistungen, die erhöht werden müssen und so weiter und so fort. Also geht es hier um den Faktor Nachhaltigkeit, nicht wer bietet am meisten, sondern wer hat das sozialste Konzept für die Menschen, die vor Ort in der Kommune leben. Das ist erleichtert worden. Einen ganz maßgeblichen Beitrag dazu leistet die BIMA, die Bundesimmobilienanstalt, der größte Liegenschaftseigentümer in Deutschland mit fast 30.000 Liegenschaften, die der Bund zum Teil braucht, zum Teil aber auch nicht mehr. Und die ist unter der Hand des Bundesfinanzministers, also bei Olaf Scholz. Und das ist eben kein Zufall, dass der da auch angefangen hat, in den letzten Jahren eine Schubumkehr einzuleiten und dafür zu sorgen, dass mit diesen Grundstücken anders umgegangen wird. Teilweise baut der Bund, baut die BIMA jetzt auch selbst, zum Beispiel für Bundesbeamte beim Zoll oder auch beim Bundesgrenzschutz, was auch vorbildlich ist, weil gerade auch Betriebswohnungen ein wachsendes Thema in den nächsten Jahren sein werden. Und die BIMA erprobt auf den Grundstücken, die sie selbst erbaut, auch ein Konzept, mit dem wir mehr arbeiten wollen und das wir fördern wollen, nämlich das serielle Bauen. Das heißt, Bauarten, die einmal entwickelt und dann an verschiedenen Orten typengleich angewendet werden. Das spart Entwicklungskosten, das spart Baukosten, das spart auch Zeit bis zur Fertigstellung und Bezugsreife von Gebäuden und ist ein ganz wichtiger Beitrag dazu, dass wir nicht so viele Jahre verlieren, wie das im Moment vielerorts beim Neubau der Fall ist. Also wir versuchen wirklich mit exemplarischen Modellen im Moment voranzugehen, um zu zeigen, wie schnell gutes, nachhaltiges, aber eben auch bezahlbares Bauen entstehen kann. Und unsere Partnerinnen und Partner sind die kommunalen und landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und die Genossenschaften dabei, weil die zu einem erheblichen Teil in der Lage sind, preisgedämpften Wohnraum entstehen zu lassen. In Berlin machen wir das auch mit Privaten. Ich will die auch überhaupt gar nicht verteufeln und wir tun das auch nicht als Partei.
Aber man muss sich einfach angucken, was beim Markt im Moment los ist. Und zwar nicht bei dem Markt, auf dem die Renditegeier unterwegs sind, sondern ganz normale privatwirtschaftlich arbeitende Vermieterinnen und Vermieter, die nichts Böses im Schilde führen, die auf eine ganz übliche Rendite von 2 oder vielleicht 3% jährlich abzielen. Auf was für eine Marktsituation treffen die im Moment, wenn irgendwo in Deutschland gebaut wird? Die Situation ist folgende. Auf Grundlage der Baulandpreise, die wir haben und vor allem auch der Baustoffpreise, die wir haben, kann man heute gerade wieder nachlesen, wie die durch die Decke gehen und es wird sich so schnell auch nicht ändern. Auf dieser Grundlage und wenn Sie dann noch einen Vertrag mit einer Kommune abschließen, wo Sie sich verpflichten, 15, 20 oder wenn es gut läuft, 30% Ihrer neu gebauten Wohnungen im preisgedämpften, also im geförderten Segment anzubieten, dann kommt bei den Wohnungen, die nicht gefördert sind, bei den frei finanzierten, ganz normalen Wohnungen, im Neubau, beim Erstbezug eine Kaltmiete niemals unter 13, 14 € den Quadratmeter raus. Das ist das Sparsamste, was man dort anbieten kann, wenn man über einen angemessenen Zeitraum sein Neubauprojekt refinanzieren möchte. 13, 14 € den Quadratmeter. Und das ist das, was Frank eben meinte. Das ist leider einfach für viele Menschen in Deutschland keine bezahlbare Miete nach dem Kriterium, was ich eben genannt habe. Ein Drittel des monatlichen Haushaltseinkommens maximal für die Kosten des Wohnens. 13, 14 € kalt den Quadratmeter, das können sich viele Leute nicht leisten. Und da reden wir nicht nur über Menschen im Transferleistungsbezug, die also Hartz IV oder so beziehen oder Grundsicherung im Alter. Bei denen ist es auch relativ abgesichert. Da übernimmt ja das Amt am Ende die Leistung. Und wir reden auch nicht nur über Leute, die Mindestlohn oder knapp drüber verdienen. Nein, wir sprechen über Leute mit ganz normalen, durchschnittlichen Erwerbseinkommen. Wir reden über Alleinerziehende, wir reden über zwei Personen, Erwachsenenhaushalte, wo vielleicht die zweite Person kein volles Einkommen mehr hat, sondern nur Teilzeit arbeitet. All diese Leute bekommen nicht mehr an stinknormalen, neuen, fertiggestellten Wohnraum in Deutschland ran. Und das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, Christian Lindner hat eben nicht recht mit seinem, der Markt regelt das schon oder wir müssen den Markt nur entfesseln, damit er für die Menschen funktionieren kann. Und da muss man auch keinen Klassenkampf an der Stelle draus machen. Angebot und Nachfrage gehen rein wirtschaftlich auf dem Wohnungsmarkt zu einem erheblichen Teil diagonal aneinander vorbei. Ja, das, was der Markt bereitstellen kann, selbst der freundliche Teil des Marktes, entspricht nicht dem, was breite Teile von Mieterinnen und Mietern oder auch potenziellen Eigentümerinnen und Eigentümern in der Lage sind zu zahlen. Und das ist der Ausgangspunkt unserer politischen Betrachtung. Deswegen brauchen wir insbesondere im Neubau ein viel stärkeres Engagement des Staates. Das heißt für den Bund mehr Fördermittel, ja, wobei die Fördermittel gar nicht immer das Problem sind. Das heißt vor allem andere Bodenpolitik, rausdrängen derer, die über baureife Grundstücke verfügen und sie über 10, 15, 20 Jahre liegen lassen, weil sie sehen, wie sich die Preise entwickeln und weil sie wissen, Mensch, das ist ja wie Casino hier. Jedes Jahr wird das Geld mehr und ich muss überhaupt gar nichts machen dafür. Deswegen haben wir zum Beispiel dafür gesorgt, dass Baugebote vereinfacht worden sind. Also diesen Eigentümern die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, entweder fängst du jetzt endlich mal an zu bauen, oder wir nehmen dir das Grundstück zum Verkehrswert ab und lassen dort einen öffentlichen oder gemeinnützigen Trägerwohnraum entwickeln. Und dann hast du nichts gewonnen am Ende. Also solche Marktteilnehmer rausdrängen und stattdessen die reinholen, die in der Lage sind, preiswerten, preisgedämpften Wohnraum zu entwickeln, weil sie keine Renditeziele erzielen müssen. Weil sie nicht an Kapitalmärkten unterwegs sind, wo irgendwelche norwegischen Pensionsfonds sich an ihnen beteiligen, die darauf angewiesen sind, dass 8% Rendite im Jahr ausgeworfen werden. Das ist eine Unart des Wohnungsmarktes der letzten Jahre, was dort entstanden ist. Und das kann ich aus Berlin berichten, wenn es erstmal so weit ist, dass solche Marktteilnehmer über 10% des Wohnungsmarktes verfügen, dann sind die Leute auf den Barrikaden. Ich will hier gar nicht in die Diskussion heute reingehen, ob man in Berlin irgendwelche Wohnungen enteignen sollte oder nicht. Das ist, glaube ich, jetzt für euren Landkreis gar nicht so entscheidend und bringt uns vielleicht heute auch nicht weiter. Aber einfach die Beobachtung, dass in einer Stadt wie Berlin, wo es ja auch eine breite bürgerliche Mitte gibt, phasenweise fast 60% der Menschen sich für so ein Volksbegehren ausgesprochen oder Sympathie geäußert haben, sagt etwas darüber aus, wie breite Teile der Gesellschaft sich
von privaten Wohnungsbesitzern an der Nase herumgeführt fühlen, weil sie eigene Erfahrungen gemacht haben, wie sie entmietet werden, wie angeblich eine Wohnumfeldverbesserung durch Sanierungsmaßnahmen stattfindet, die gar nichts verbessert haben, sondern nur als Einfalltor dienen sollten, um Mieten erhöhen zu können, die man regulär sonst nicht mehr erhöhen konnte, nämlich über Modernisierungsumlage dann am Ende. Also ein Wohnungsmarkt, der immer nur neue Schlupflöcher sucht, um noch mehr aus den Zitronen rauszuquetschen, das ist einer, wo die Leute am Ende protestieren und wo die Rufe nach Regulierung natürlich auch größer werden. Und deswegen wollen wir eben dort, wo das Kind nicht schon halb oder ganz in den Brunnen gefallen ist, wollen wir eben mit dieser anderen Bodenpolitik ansetzen, weil das aus unserer Sicht der Dreh- und Angelpunkt ist, damit in weiten Teilen Deutschlands wir nicht in diese Situation hineinkommen. Und ich glaube, man findet auch Beispiele im ländlichen Raum, wo Bodenpolitik eine Rolle spielt, vielleicht nicht in der Breite, aber zum Beispiel in den historischen Innenstädten, in den Innenstadtlagen, wo, wenn denn mal was gebaut wird, häufig nur hochpreisig gebaut wird, ne, wo also auch die geringeren Einkommensgruppen schon an den Stadtrand gedrängt werden. Und wo wir jetzt mit den sektoralen Bebauungsplänen bei der Reform des Baugesetzbuches was ganz Wichtiges eingeführt haben, nämlich dass Kommunen sagen können, pauschal im Innenstadtbereich, wo zuletzt sonst nur noch hochpreisig gebaut wurde, erlassen wir eine Regelung, bei der mindestens 20 oder 30% von neu geschaffenem Wohnraum preisgedämpft sein muss. Weil auch durch Mischung, auch in einer Kommune, die vielleicht noch nicht überlastet ist, wo es eine gesunde Leerstandsquote, das ist so, sind so 3 bis 5% Leerstand, wo es sowas gibt, weil auch dort das Ziel der Mischung von Menschen immer noch ein wichtiges ist, dass wir nicht Stadtquartiere haben, wo man anhand der Haustüren, der Türknöpfe oder der Lampen draußen erkennen kann, in welchen Einkommensgruppen wir hier gerade unterwegs sind. So gated communities, wie man dann im Neudeutschen sagt, wo Gleiche unter Gleichen bleiben, wo die Nachnamen gleich klingen und wo die Automarken draußen vor der Tür die gleichen sind. Das kann nicht in unserem Interesse sein, weil das zieht sich dann durch in die Schulen, in die Kitas. Dann ist unsere Gesellschaft nicht mehr durchmischt und das geht in eine Richtung, wie wir die Gesellschaft einfach nicht haben wollen. Also dieser Faktor, andere Bodenpolitik, Bauen, insbesondere über öffentliche und gemeinnützige, das wird die Aufgabe der nächsten Jahre. Die SPD will 400.000 Wohnungen jedes Jahr in den nächsten 10 Jahren bauen und jede vierte dieser neu gebauten Wohnungen soll eine geförderte Wohnung sein. Es ist der einzige Weg, der möglich ist, um geförderten, um sozialen Wohnraum in Deutschland wieder zu vergrößern. Wir haben noch 1,1 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland, Tendenz seit Jahren sinkend. Jahr für Jahr sinkt der Anteil, weil zehntausende Wohnungen aus der Preisbindung herausfallen. Und nur wenn wir in dieser eben genannten Größenordnung neu bauen, kommen wir wieder dahin, dass wir diesen Anteil aufbauen und damit dem Bedarf weiter Teile der Bevölkerung entgegenkommen. Und damit übrigens auch dem, was ihr aus dem ländlichen Raum berichtet habt, nämlich dass Leute auch ausziehen können aus zu groß gewordenem Wohnraum. Das, was ihr mit den Häusern habt, kenne ich aus Berlin auch. Verwitwete ältere Frauen, die in einer 5-Zimmer-Altbauwohnung sitzen, die sie gar nicht mehr bewirtschaften können, wo sie im Winter 2 oder 3 Zimmer abschließen und die Heizung abklemmen, damit sie nicht Heizkosten für Räume bezahlen müssen, die sie überhaupt gar nicht mehr in Anspruch nehmen, weil die nicht gebraucht werden. Und trotzdem ziehen sie nicht aus, weil sie in einem alten Mietvertrag drin sind. Und wenn sie in eine moderne 2-Zimmer- oder 2,5-Zimmer-Wohnung umziehen würden, würden sie sich zwar verkleinern, aber im besten Fall dieselbe Miete, in vielen Fällen sogar aber mehr Miete am Ende bezahlen. Und solche Fälle sind keine Einzelfälle und sie sind auflösbar über Wohnungsbaugesellschaften oder auch Genossenschaften, die zum Beispiel ganz elegant Wohnungstauschmodelle anbieten, wie ich es in meiner Nachbarschaft ganz häufig erlebe, wo gezielt geguckt wird, die Familie, die jüngst Kinder bekommen hat und sich demnächst vergrößern muss, tauscht mit einer alleinstehenden älteren Person. Das ist ein sozialer Wohnungsmarkt, der nicht darauf guckt, wer am meisten zahlen kann, sondern der auch eine soziale Verantwortung dafür hat, dass Menschen in ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben können und ihre sozialen Bindungen am Ende nicht verlieren. Darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Maßnahmen. Ich will jetzt nicht alles Feuerwerk am Anfang verschießen. Ich belasse es vielleicht erstmal dabei und freue mich auf die Diskussion. Nicht ohne, um noch einen Satz zu den Grünen zu sagen, weil Sven ja danach gefragt hat und ich versprochen habe, die Pointe kommt noch. Die Grünen formulieren häufig ganz ähnliche Ziele wie wir, wenn es um bezahlbares Wohnen geht. Aber wir sehen an einem aktuellen Beispiel, dass, wenn es konkret wird, sie das häufig nicht einlösen können. Und das konkrete Beispiel sind die Nebenkosten. Seit Anfang des Jahres arbeiten wir mit einem CO2-Preis in Deutschland. Dagegen ist nichts einzuwenden. Den haben wir als SPD mit eingeführt und dazu stehen wir auch. Der ist dafür da, sichtbar zu machen,
wo wir CO2 emittieren. Und dieser CO2-Preis soll auf diejenigen gelenkt werden, die ursächlich dafür verantwortlich sind und denen wir dann mit Fördermitteln und anderem dabei helfen wollen, auf nachhaltige Antriebe, Heizarten und so weiter, Mobilitätsträger umzustellen. Was heißt das fürs Wohnen? Das heißt, dass seit Anfang des Jahres natürlich auf diejenigen Haushalte, die mit Öl oder mit Gas heizen, auch ein CO2-Preis abfällt. Im Moment liegt der ja bei 25 Euro die Tonne. Steigt jetzt Jahr für Jahr für Jahr weiter. Unser heiß und innig geliebter Koalitionspartner hat ja gar nicht durchgesetzt, sondern sie haben sich einfach geweigert, was zu beschließen. Und deswegen zahlen diesen CO2-Preis im Moment Mieterinnen und Mieter. Das hat aus unserer Sicht nichts, aber auch gar nichts mit dem Verursacherprinzip zu tun. Denn die Verursachung für den CO2-Ausstoß ist ja nicht, dass die Heizung aufgedreht wird. Die Verursachung ist, dass es einen Energieträger in diesem Haushalt gibt, der Öl oder Gas ist. Und daran können Mieterinnen und Mieter gar nichts ändern. Die können in einem Mehrparteienhaus nicht in den Keller gehen, die Ölheizung rausreißen und sagen, hier kommt jetzt eine Wärmepumpe hin. Das können nur Eigentümerinnen und Eigentümer. Und die sind ja auch berechtigt, üppige staatliche Förderungen in Anspruch zu nehmen, damit sie umrüsten können. Und die CDU-CSU verweigert sich wegen des Lobbydrucks, der bei ihnen ganz tief drin ist, dass diese CO2-Preise also von Eigentümern gezahlt werden. So zahlen es jetzt Mieterinnen und Mieter. Und demgegenüber stehen Grüne, die wollen, dass dieser CO2-Preis schneller und schneller und schneller steigt. Und da sieht man, was in einer schwarz-grünen, grün-schwarzen, was auch immer Republik auf uns zukommt. Die einen, die wollen, dass der CO2-Preis steigt, 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 steigt. Hauptsache er steigt. Und die anderen, die alles dafür tun werden, dass ihre Kumpels in der Immobilienwirtschaft, die ihnen gerade den Wahlkampf finanzieren, hier bei mir in Berlin 800.000 Euro von einem Immobilienunternehmer für die Berliner CDU, dass die verschont bleiben von den CO2-Preisen. Das ist eine giftige Mischung für Mieterinnen und Mieter und in Deutschland, wenn diese beiden politischen Perspektiven zusammenkommen. Und deswegen sagen wir eben, auch wenn es um Klimaschutz geht, wo der Gebäudesektor einen wichtigen Anteil zu beitragen muss, denn er ist ein großer Emittent in Deutschland, aber es geht eben auch um Demokratiefestigkeit. Wenn die Leute uns in 3, 4 oder 5 Jahren einen Vogel zeigen und sagen, ihr habt sozial gerechten Klimaschutz beschlossen, aber was ich auf meiner Nebenkostenrechnung sehe, ist das genaue Gegenteil davon, dann haben wir alle und damit auch das Klima nichts gewonnen. Und deswegen wollen wir das nicht so machen und wollen hier einen klaren Schwerpunkt setzen für bezahlbares Wohnen, aber auch für effizienten Klimaschutz, der auch auf lange Sicht funktioniert. Schön. Gibt sogar schon Wortmeldungen. Katrin, du hattest dich gemeldet und dann Florian Keller. Ja, ich würde gerne gleich mal direkt einhaken, Kevin, bei der Frage CO2-Bepreisung und würde gerne mal sagen, was ich mir für den ländlichen Raum wünsche. Weil ich nämlich finde, dass insbesondere in den Dörfern, also wenn man wirklich in den dörflichen Raum kommt, die Menschen durch die CO2-Bepreisung, so gut das Ziel auch ist, ein Stück weit aber doch doppelt bestraft sind. Und zwar sind sie es aufgrund dessen, dass sie häufig in Häusern wohnen und gar nicht ohne weiteres, sage ich mal, die finanziellen Möglichkeiten haben, ein anderes Heizungssystem zu wählen. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dadurch, dass der öffentliche Personennahverkehr im ländlichen Raum ja ganz anders und sehr viel löchriger ausgebildet ist als in einer Großstadt wie Berlin oder Hamburg, sind die Leute eben auch auf ein Auto angewiesen. Und die allermeisten Autos heute leiden natürlich auch, nein, die leiden nicht, die Autos leiden nicht unter dem CO2-Preis, aber die Eigentümer und Besitzer der Autos leiden darunter, dass sie dann eben sowohl für die Wohnung, egal ob Eigentum oder Miete, und auch für das Auto mit im Moment wirklich rasant steigenden Preisen in Anführungsstrichen gestraft sind. Und ich glaube, die wenigsten sind so gestrickt, dass sie sagen, nö, wir wollen gar nichts daran ändern, sondern es ist wirklich eine Frage, ob sich dann nicht der Staat tatsächlich auch nicht nur bei der Frage des Wohnraums stärker engagieren müsste, sondern ich finde, er müsste es auch im Verkehrsnetz des öffentlichen Personennahverkehrs tun. Und da gibt es ja durchaus intelligente Lösungen. Ich halte nichts davon, dass durch die kleinsten Dörfer die größten Busse fahren. Aber wir haben ja dieses Pilotprojekt beispielsweise mit dem Elbmobil auch gerade bei uns im ländlichen Raum. Da geht es darum, bedarfsgerecht sozusagen den kleinen Bus als in Anführungsstrichen Taxi bis zum nächsten ÖPNV-Knotenpunkt buchen zu können und anfordern zu können.
Und das sind meines Erachtens dann ganz wichtige Zukunftsprojekte, die wir auch über diese Pilotphase hinaustragen müssen, damit eben die Menschen im ländlichen Raum nicht doppelt gestraft sind. Ich würde jetzt nochmal Florian Nikella dazu nehmen, Kevin, und dann, ich glaube, es ist schlau, ne? Ja, Florian. Du müsstest noch entmuten. Ja, sorry. Ja, vielleicht ein bisschen näher ans Mikro oder so. Ich verstehe das schlecht. Schwierig, Florian. Gar nichts bisher. Also wir hören, dass du sprichst, aber es ist nicht zu verstehen. Florian, vielleicht machst du mal die Kamera aus. Dann ist die Bandbreite vielleicht auf dem Ton. Könnte ich jetzt besser hören? Dann ja, nee. Schrei mal da rein, vielleicht hilft das. Du bist jetzt aber auch, dein Mikro ist jetzt auch aus, deswegen können wir dich sowieso nicht hören. Jetzt bist du gemutet. Dann schreib's doch in den Chat. Genau, schreib's doch genau. Sorry, mach das mal. Das gehört und übrigens auch noch dazu. Entschuldige, bitte? Svenja. Das gehört auch noch dazu, diese Bandbreitengeschichte. Ne? Also, dass wir, ich will hier niemanden jetzt das Wort irgendwie entziehen. Ich weiß nicht, ob sich jemand vor mir gemeldet hat, aber die Ausstattung mit einigermaßen vernünftigem Internet in bestimmte Bereiche und da haben wir noch relativ viel Glück. In Buchholz haben wir unsere Stadtwerke vor Jahren da irgendwann mal drauf. Also der Geschäftsführer war so fit und hat gesagt, wir machen eine eigene Digitalversorgung und hat eine Vernetzung geschaffen im wahrsten Sinne des Wortes und verkauft das auch. Und da sind wir gut. Und das führt interessanterweise auch zu ganz bestimmten Arbeitsplatzverhältnissen. Also dann kommen diese kleinen, das sind ja nicht die Startups, aber diese kleinen Büros, die sagen, jawohl, ich brauche das und habe gehört, das funktioniert und es ist stabil und es läuft und dann setzen sie sich auch ein. Ne? Das ist dementsprechend halt ganz geschickt. Sowas ist unabdingbar. Und dann weißt du, dass in Estland alles besser läuft als bei uns. Dann bin ich manchmal erschüttert. Das ist auch in Dänemark so. Erst Michael und dann nehme ich Kevin. Ich meine, wir sprechen ja hier über Wohnung allgemein und wir mischen ja hier nun alles zusammen. Also ich war früher mal Schutzmann in Hamburg. Ich habe da auch in Altona gewohnt, also wirklich sehr, sehr zentral und wohne jetzt in der Elbmarsch, sehr, sehr ländlich. Ich bin auch auf dem Land aufgewachsen und hier sind ja sehr unterschiedliche Wohnverhältnisse. Und wir sprechen jetzt ja nun mal zumindest hier für den Landkreis Harburg von einer Metropolregion, die so, ich sag mal, so ein bisschen eine Zwitterstellung hat. Ne? Also ich sag mal, Mecklenburg-Vorpommern, ländliche Gegend, ist anders als die Region, wo wir jetzt hier leben. Was könnte denn der Landkreis Harburg generell mit den ganzen Spezifikas, die da sind, tun? Also ich bin Bürgermeister hier einer Teilgemeinde, was so ein bisschen schwer ist. Hamburg ist ja nun mal die Stadt, die am meisten von unserer Metropolregion profitiert, behandelt aber nach meinem Dafürhalten die Metropolregion oder den Landkreis so ein bisschen stiefmütterlich, so nach dem Motto, euer Problem mit der Wohnung, seht mal zu, wie ihr es löst, wir haben unsere eigene. Und Hamburg hat das ja mit Olaf Scholz und auch jetzt mit Peter Tschentscher recht gut angegriffen. Die haben ja die bisher größte Effizienz im sozialen Wohnungsbau bundesweit. Also was wäre denn so aus deiner Sicht die Empfehlung, auch als Student, wir haben ja auch genug Studenten hier, Lüneburger Gegend zum Beispiel, was man da vielleicht angehen könnte unter der Ägide der beiden Bürgermeisterkandidatinnen und Innen und Svenja. Also wir haben ja eine ganz gute Komponente hier sitzen, die auch wirklich was beschicken können. Das wäre meine Frage. Genau, dann würde ich direkt den Ball aufgreifen. Ist natürlich mit der Föderalismusreform 2 vor 15 Jahren ist die Kompetenz für die Wohnungsbaufragen an die Länder gegangen. Ne? Und das hat halt Auswirkungen wie alle Sachen, die irgendwann an die Länder gehen.
Nur weil man nah beieinander ist, heißt das leider nicht, dass alles sonderlich koordiniert passiert. Und was wir aus unserer Diskussion jetzt auch schon merken, hier überlagern sich ganz viele unterschiedliche Aspekte. Es ist ja nicht nur der Punkt des Wohnens, sondern, Katrin hat es jetzt auch nochmal angesprochen, es sind die Mobilitätsfragen, die Preisfragen wiederum, die da dran hängen. Deswegen war mir das eben auch mit dem CO2-Preis nochmal so wichtig, weil ich nämlich auch finde, also im Grundsatz, ich widerspreche einfach allen, die sagen, es geht nur über den Preis. Das glaube ich nicht. Es ist richtig, dass es einen Preis gibt. Man könnte auch sagen, es gab schon immer einen Preis, er war nur nicht sichtbar oder er ist nicht gelenkt worden. Jetzt wird er halt mal gelenkt. Das ist vollkommen in Ordnung so. Aber man muss ja auch gucken, wie sieht denn menschliches Verhalten aus? Also die Bereiche, um die es hier geht, Wohnen oder auch Mobilität, die Kaufentscheidungen, die dahinter stehen, die treffen wir ja nicht wie den Einkauf von Butter, Milch und Brot alle paar Tage immer wieder, sondern das sind Kaufentscheidungen, die fallen alle paar Jahre, in manchen Fällen einmal im Leben an, wenn ich mich für einen neuen Wohnraum beispielsweise und damit auch für ein Heizsystem, was im Gebäude mit drin ist, entscheide. Und die Vorstellung, die Naivität geradezu, mit der einige davon ausgehen, man erlässt neue politische Spielregeln und dann gibt man den Leuten 3 Jahre und wenn dann nicht alles umgerüstet ist, dann kommt man irgendwie mit der Preisschraube und setzt sie unter Druck. Das geht einfach an der Lebenswirklichkeit ganz vieler Menschen vorbei. Wer sich jetzt gerade vor 2 Jahren in guter Absicht ein neues Auto gekauft hat und sei es, weil er oder sie musste, weil einfach das alte kaputt gewesen ist, guckt jetzt blöd aus der Wäsche. Ja? Und zwar nicht, weil man schnell noch den letzten Verbrenner kaufen wollte, bevor die böse Politik kommt, sondern einfach, weil es halt gerade dran war, weil der Kaufzyklus so gewesen ist. So. Und da wünsche ich mir mehr Sensibilität für die Unterschiedlichkeit von Lebenslagen, ne? Und wie gesagt, Verursacherprinzip, ne? Und man muss ja immer gucken, was ist die Ursache? Wir wollen ja nicht bestrafen, dass Leute heizen. Es ist gut, dass Menschen, wenn es draußen kalt ist, drin die Heizung anmachen. Das ist übrigens auch gut für die Gebäudesubstanz, haben auch Eigentümerinnen und Eigentümer von Gebäuden was von. Und die Ursache für CO2-Preis in der Mobilität ist auch nicht die Tatsache, dass Leute mobil sind oder so. Es ist gut, dass Menschen mobil sind in unserer Gesellschaft. Das heißt nämlich Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das heißt, zur Arbeit zu kommen. Das heißt, dass Kinder in die Schule kommen. Das heißt, dass Vereinsleben und Kultureinrichtungen betrieben werden können und so weiter. Also die Zwecke, die hinter unseren Bewegungen, die wir vollziehen im Alltag stecken, die erfüllen einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Nutzen. Ja, wir wären viel ärmer als Gesellschaft, wenn es das alles nicht gäbe. Also ist die Frage, wie kann man es den Leuten ermöglichen, mobil zu sein, ohne dass sie dabei die Umwelt schädigen? Und diese Frage stellt sich an uns als Politik, aber auch als Gesellschaft insgesamt zurück. Und deswegen ist der Riecher hier mit dem öffentlichen Nahverkehr natürlich ein ganz richtiger. Da geht es einerseits klar nochmal weiter um Förderung, dass die Entflechtungsmittel, also die Regionalisierungsmittel weiter steigen. Das haben wir ja dynamisiert in den letzten Jahren schon die Entwicklung. Ich glaube, es darf gerne noch ein bisschen dynamischer werden. Das heißt aber auch, gerade für Städter wie mich, dass wir aufhören müssen, uns Mobilität im ländlichen Raum so vorzustellen wie Mobilität bei uns, nur mit einer Kuh daneben. Ja, so ist das nämlich, wie manche sich das hier vorstellen. Wir fahren mit U-Bahn, S-Bahn und einem Bus und dann denken wir irgendwie, das fährt jetzt bald alles genauso auf dem Land auch. Das ist ja Unsinn. Ich muss doch realisieren, was es bedeutet, wenn auf viel Fläche wenig Menschen und dann noch sehr zersiedelt leben. Diese klassischen also Großraum-Sammelangebote, ja, Gefährte, in denen 50 Sitzplätze drin sind, die bei mir in der Stadt schon häufig nicht ausgelastet sind, die ergeben auch ökonomisch im ländlichen Raum so überhaupt keinen Sinn. Noch dazu sind wir jetzt im Jahrzehnt, in dem nicht nur die E-Mobilität, sondern auch das autonome Fahren Marktreife erlangen wird. Darin liegt für die Mobilität im ländlichen Raum aus meiner Sicht ein ganz großes Potenzial, weil wir die vernetzte Mobilität und die letzte Meile oder die letzten Meilen bald viel besser werden erreichen können. Wir brauchen nämlich nicht mehr hauptamtliche Menschen, die uns durch die Gegend kutschieren, sondern wir werden ab dem nächsten Regionalbahnhof mit kleinen, autonom fahrenden, elektrischen 1-, 2-, 3- Sitzwägen nach Hause fahren können. Das ist kein Science-Fiction. Das ist in wenigen Jahren so, dass man damit arbeiten kann. Das sind On-Demand, also nachfragebasierte Angebote, wie sie ja hier bei mir in Berlin im Innenstadtbereich stehen, die an jeder Straßenecke rum. Svenja kennt das aus den Sitzungswochen im Deutschen Bundestag. Ist im Moment noch ein bisschen anstrengend, weil alles kreuz und quer durcheinander steht. Aber hier machen das private Anbieter, denn hier rechnet sich das. Hier sind viele Menschen, das heißt viel Kundschaft und hier wird Mobilität
in den vielfältigsten Formen angeboten. Im ländlichen Raum werden das öffentliche Verkehrsträger machen müssen, weil hier geht es nicht darum, Gewinne damit zu erwirtschaften, sondern hier geht es darum, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen, ein Versprechen unseres Grundgesetzes einzulösen, dass man trotz vielleicht einer Mobilitätseinschränkung, trotz höheren Alters oder einer körperlichen Beeinträchtigung in seinem gewohnten Lebensumfeld bleiben kann. Und ich würde noch eines hinzufügen, ein Projekt, auf das ich sehr stolz bin und was ich zusammen mit Kerstin Tack, eurer Genossin aus Niedersachsen, ins Wahlprogramm reingeschrieben habe. Wir wollen, dass bundesweit in jedem Landkreis kommunale Dienstleistungszentren eingeführt werden. Das ist ja ein Modellprojekt, was jetzt gerade mit EU-Mitteln in Niedersachsen in 3 Modellregionen entsteht. Und wir wollen das bundesweit machen. Das heißt, in jedem Landkreis eine zentrale Anlaufstelle für Dienstleistungen rund um die Bewältigung des Alltags und des täglichen Lebens. Da sind Pflegeberatungsdienstleistungen drin, da sind Gesundheitsdienstleistungen drin. Aber da wird auch die Vermittlung von haushaltsnahen Dienstleistungen, Einkaufshilfen, Mobilitätshilfen, Umbau von Gebäuden in barrierearmer Form und so weiter, das wird dort drin sein. Und weil nicht überall das entsprechende Angebot auch von Handwerkern und von Dienstleistungskräften vorhanden ist, werden wir eine Schnittstelle schaffen zur Bundesagentur für Arbeit, weil wir hier eine Möglichkeit sehen, langzeitarbeitslose Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen. Öffentlich gefördert kriegen die einen regulären, normalen, sozialversicherungspflichtigen Job und unterstützen Menschen, die dringend eine Haushaltshilfe, beispielsweise im ländlichen Raum, oder eine Mobilitätshilfe brauchen. Das ist eine Win-Win-Win-Situation für die Kommune, die es schafft, attraktiv zu bleiben und dafür zu sorgen, dass niemand wegziehen muss gegen seinen Willen, für die Person, der geholfen wird, um den Alltag zu bewältigen, und für die Person, die einen Weg zurück in den Arbeitsmarkt geebnet bekommt, in einem Bereich, wo private Dienstleister überhaupt nichts anbieten würden. Wir wollen dafür übrigens auch mit Gutscheinmodellen arbeiten, so wie in Belgien, sodass solche sozialversicherungspflichtigen, haushaltsnahen Dienstleistungen auch bezahlbar sind für normale Haushalte. Ne? Weil wenn man das, wir wollen ja nicht, dass es schwarz gemacht wird, sondern es soll ja angemeldet sein, damit auch eine Sicherheit für beide Seiten am Ende besteht, dann wird es natürlich teurer und insofern muss man es zueinander bringen. Das sind Vorstellungen, wie wir sie haben, um am Grenzbereich zwischen Mobilität, zwischen Wohnen, zwischen den Dingen des täglichen Lebens im ländlichen Raum oder am Rande von Metropolregionen dabei zu helfen, dass der Alltag besser zu bewältigen ist. Und das finde ich, einfach wichtig, dass wir darüber auch im Wahlkampf in den nächsten Wochen reden, weil es nicht platte Parolen sind und auch nicht Rezepte aus der Großstadt, die einfach übers Dorf gestülpt werden oder so, sondern weil das sich sehr genau anguckt, wie unterschiedlich Lebensbedingungen und Wohnformen in den unterschiedlichen Räumen unserer Gesellschaft sind. Dankeschön. Jetzt habe ich Katrin nochmal. Hast du, bevor Katrin du gleich dran bist, hast du, Kevin, gesehen, was Florian Nikeller geschrieben hat in den Chat? Willst du das kurz lesen oder soll ich das vorlesen oder wie wollen wir es machen? Ich kriege es gerade nicht aufgemacht, ehrlich gesagt. Es geht um alternative Wohnformen. Er wohnt unter anderem auf einem Freizeit-Campingplatz. Das ist halt das Minimalste von das, worüber wir sprechen, und ob das ein Konzept ist im Zug von Tiny House und Co. Das etwas wäre, was der Bund fördern kann oder ob das etwas ist fürs junge Wohnen. Also, ich kenne jetzt nicht die genaue Wohnform, insofern sieh mir nach, wenn ich jetzt nicht zu detailliert darauf eingehe, aber ich würde vielleicht das verbinden mit einer grundsätzlichen Bemerkung. Die SPD interessiert es nicht, wie Menschen persönlich gerne wohnen. Wir sind keine Volkserzieher dafür, wie richtiges Wohnen aussieht, sondern wir wollen es ermöglichen, dass Menschen so leben können, wie sie das für sich für richtig halten. Und das sage ich ganz bewusst auch nach dieser Einfamilienhaus-Diskussion, die da Toni Hofreiter vor einigen Monaten aufgemacht hat. Nicht, weil er in allem Unrecht hätte, was er sagt, wenn er über Flächenfraß und Baustoffverbrauch bei Einfamilienhäusern spricht. Aber ich glaube schon, dass man mit mündigen Menschen über sowas reden muss und sie sensibilisieren muss und sie dann aber am Ende eine eigene Entscheidung treffen müssen, was für sie die richtige Wohnform ist. Und ich sehe in Berlin zum Beispiel mittlerweile auch, dass vielfach Familien über den Stadtrand raus in den Speckgürtel gehen, um dort Einfamilien- oder Reihenhäuser zu kaufen oder zu bauen, deren größter Lebenstraum das gar nicht immer war, sondern die hätten eigentlich gerne Eigentums- oder eine Mietwohnung in der Stadt gehabt und finden das halt nicht mehr bezahlbar. Also gehen sie raus und wenden sich dahin. Also es sind zu viele Leute in Deutschland, die gar nicht mehr in der Wohnform überhaupt leben können, die sie für sich für richtig
erachten. Manche mieten gerne, manche besitzen gerne und andere wechseln gerne die Modelle zwischendurch. Und ich finde es einfach wichtig, dass unsere Förderpolitik so ausgerichtet ist, dass nicht nach Schema F alle zwangsbeglückt werden mit einer Wohnform. Ja, sozialer Wohnungsbau heißt übrigens auch nicht mehr wie teilweise noch in den 70er Jahren, dass da hässliche zwölfgeschossige Plattenbauten irgendwo hingestellt werden. Das muss man manchmal auch dazu sagen, weil dann so immer vermutet wird, nach dem Prinzip quadratisch praktisch gut, aber dann auch mit sehr dünnen Wänden werden da irgendwo hässliche Gebäude hingestellt und verschandeln die Landschaft und sorgen dafür, dass keine Touristen mehr vorbeikommen. Man kann sehr ästhetisch und trotzdem energetisch und auch preisgedämpft neu bauen, auch im bezahlbaren, im Sozialbausegment. Das geht durchaus. Und letzte Bemerkung, das muss man manchmal gerade den Konservativen klar machen, man muss halt Fördermittel, die man ausgibt, auch so ausrichten, dass die nicht nur auf Vater, Mutter, Kind, Kind, ein Familienhaus mit 600 Quadratmeter Garten ausgerichtet sind. Sowas wie das Baukindergeld, da haben wir ja damals als SPD, wir haben gesehen, wir können es nicht verhindern. Das war denen so wichtig von der Union. Ja, und kann man auch machen, ist alles okay. Aber wir haben ja zum Beispiel im Gegenzug durchgesetzt, dass es eben auch jetzt in Deutschland gefördert wird, wenn man Genossenschaftsanteile beispielsweise erwirbt, wenn man sich eben nicht fürs Eigenheim entscheidet, sondern sagt, ich möchte mit anderen zusammen solidarisch Wohnraum bewirtschaften für mich selbst, aber auch mit dem Versprechen, dass mögliche Gewinne nicht ausgeschüttet werden, weder an mich noch an Aktienmärkten, sondern reinvestiert werden, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. So, das ist eine individuelle Entscheidung, lieber so zu leben, und dann gehört es auch gefördert, und da gehören dann eben ganz alternative Wohnformen, die noch nicht so viele Menschen nutzen, aus meiner Sicht ganz genauso mit dazu. Also wir dürfen nicht stehen bleiben, nur bei Sachen jetzt wie irgendwelche Steuernachlässe für die erste selbstgenutzte Immobilie oder was da immer so für glattgelutschte Parolen von Mitte rechts so kommen, sondern wenn wir fördern wollen, dass Menschen da auf eigenen Beinen stehen, dann in der ganzen bunten Breite und Palette der Wohnmöglichkeiten, die unsere Gesellschaft bereithält. Jetzt habe ich Katrin und dann Michael. Und Florian, wenn du noch eine Nachfrage hast, dann einfach kurz in den Chat. Willst du nicht? So, jetzt. Ich konnte meinen Ton nicht freischalten. Entschuldigung, keine Ahnung warum. Du, heute schockt mich nichts mehr. Das verstehe ich. Ich weiß gar nicht, was ich ursprünglich fragen wollte, aber ich würde gerne nochmal einen, einen Gesprächspunkt aufmachen. Kevin, du hast vorhin gesagt, ein Drittel des verfügbaren Einkommens für Wohnraum auszugeben, dass das das Ziel ist. Und das will ich auch überhaupt nicht in Frage stellen. Ich erlebe allerdings auch manchmal im politischen Raum, und zwar nicht nur bei anderen Parteien, dass so ein bisschen das Bewusstsein dafür fehlt, dass ein Drittel des verfügbaren Einkommens eine ganze Menge mehr ist im Verhältnis, wenn man später Rentner ist und nur noch 48% dessen hat, was man vielleicht irgendwann mal verdient hat. Und mir ist das immer ganz besonders wichtig, dass immer wieder auch in die Diskussion einzuführen, weil das nochmal die besondere Notwendigkeit von bezahlbarem Wohnraum und bedarfsgerechtem Wohnraum wirklich deutlich macht. Und zwar deutschlandweit. Da ist es nicht die Frage, ob man in der Stadt wohnt oder auf dem Land wohnt, sondern das wird uns alle in Zukunft noch viel mehr begegnen und viele von uns eben auch treffen, diese Frage. Das war mir wichtig, nochmal angemerkt zu haben. Und ich denke nochmal drüber nach, was ich ursprünglich fragen wollte. Michael und dann Frank. Ja, also wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich habe ja so die ganze Bandbreite, was das Wohnen angeht, mal mitgemacht. Und die Verteuerung, ich sag's mal so, ich habe in Altona damals für eine 62 Quadratmeter Wohnung 560 Mark. Das war Mitte der 90er bezahlt. Jetzt zahlt man für die gleiche Wohnung 1200 Euro. Also das ist eine Verteuerung von mehr als 100%, weit darüber hinaus. So, wir haben jetzt eben schon zum Teil über Altersarmut, die Rente hat sich auch verändert. Das sind ja alles Dinge, die wir alle kennen, die wir alle wissen.
Die Wahl ist am 26.09. Katrin tritt ja bei uns an und Frank halt dementsprechend bei sich in der Stadt. Wir brauchen ja was, was den Leuten jetzt hilft. Gibt es da, ich sag mal, ein Polizeiprogramm, ein Schnellprogramm, was wir jetzt mal zum Leben rufen können, wo wir den Leuten, ich sag mal, eine mittelfristige Perspektive in Aussicht stellen können, dass das nicht in 5 Jahren passiert. So schnell kann man nicht bauen, gerade jetzt bei der Sache nicht. Aber das ist ja schon auch so erwähnt worden. Die Leute, und so ging es mir ja auch, haben erkannt, Miete ist viel zu teuer, Bauen ist immer noch billiger und ich schaffe auch noch eine Altersversorgung. Das kommt ja auch noch dazu. So, und wenn wir da nicht langsam mal wieder anfangen, auch wenn es Alternativen in alter Form sind, nämlich kommunale Wohnungsbaugesellschaften in die öffentliche Hand, Wohnungsbaugesellschaften in Form von Genossenschaften und Ähnlichem und die vielleicht auch zu fördern. Gibt es da irgendwas, ich sag mal, im Köcher, im Portfolio, was man mittelfristig den Menschen anbieten kann, was man auch angehen kann und nicht so, wie Christian Lindner sagt, wie du auch schon richtig erwähnt hast, der Markt regelt das schon. Dann haben wir hinterher eine Altersarmut und eine Wohnungsnot, die ist gar nicht mehr aufzuhalten. Danke. Ich würde jetzt Frank und Katrin dazu nehmen, ne? Okay, Frank. Ja, das ist eigentlich gar keine Frage, sondern eher so eine Bestärkung dessen, was Kevin gesagt hat. Also ich finde, also gerade gestern Abend hatten wir in einem Ausschuss so eine Diskussion und bei uns, Kevin, die politischen Verhältnisse sind wirklich so pari, ne? Schwarz, Gelb, Blau und Rot. Ja, du kannst es vorstellen, auf kommunaler Ebene haben wir dann manchmal so Wählerlisten, so Grün und wir beispielsweise halten sich so die Waage. Da ist dann manchmal der Bürgermeister auch tatsächlich derjenige, der dann den ausschlaggebende Stimme hat. Wir haben so etwas mit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Wir versuchen das Ganze tatsächlich dann durchzubringen. Das ist ein wirklich schlimmer, als wenn du dann irgendwie auf ein totes Pferd manchmal redest mit bestimmten Leuten, auch gerade Parteien oder auch Vertreter der Immobilienwirtschaft klarzumachen, dass sie ja auch in ihrem eigenen Sinne nachhaltig handeln. Wir haben 3-4 große Immobilien, Haie kann man sie nicht unbedingt nennen, aber das sind schon große Fische, die jetzt diese Methode entdeckt haben, Bauland zu kaufen, kurz zu entwickeln und dann wieder zu verkaufen. Und dann weißt du manchmal gar nicht, wer ist jetzt eigentlich Besitzer dieser Fläche. Großes Problem. Wir haben immer gesagt, wir möchten ganz gerne tatsächlich diese städtischen Bereiche verdichten, was du ja auch sagst, ne? Lücken nutzen, verdichten mit allem drum und dran. Jetzt sind aber natürlich solche Flächen auch manchmal gewachsen, sind parkähnlich, da stehen Bäume. Dann hast du genau die gleiche Diskussion. Willst du ausfransen oder willst du verdichten? Ganz, ganz schwierig. Wir haben einen Teil, den wir dann nutzen wollen und das ist für mich immer ganz klar. Das ist Sozialpolitik, das ist Stadtentwicklungspolitik und das ist Wirtschaftspolitik in einem Atemzug. Und das kannst du manchmal dem einen oder anderen nicht klar machen. Ich habe gerade so einen schönen Begriff gehört, wir sind Stadtdorf. Ja, also der Mensch glaubt immer noch und er zieht raus aus dieser großen Metropole, er zieht aufs Dorf, wie du sagst, mit der Kuh daneben. Herrlich, werde ich mir merken. Das fand ich total schön. Ja, aber er ist trotzdem schon in ganz bestimmten städtischen Bereichen verhaftet. Und da haben wir jedenfalls dann durchaus versucht, Baulandbevorratung zu betreiben. Also wirklich das Projekt von Vogel von vor 30 Jahren, dass wir sagen, kauf ein, so, wenn du das tatsächlich kannst und versuch es so gut es geht, dann günstig weiter zu verkaufen. Wir laufen so gegen die Wand. Also das ist ein Paradigmenwechsel, gerade in unserem Landkreis auch, wo ganz klar ist, diejenigen, die das Land haben, verkaufen an die das Land haben wollen. Da setzt sich die Stadt oder der Landkreis oder so nicht dazwischen. Die haben da nichts zu suchen. Das ist Sozialismus. Und wir sagen, nein, da hat ja sogar die Stadt was von, weil wir Steuergelder erwirtschaften etc. etc. Ich glaube, da brauchst du wirklich dann teilweise den langen Atem. Und wir müssen einfach sehen, dass wir die politischen Mehrheiten dabei hinbekommen. Ich sehe es einfach nur mit einem wirklich mit Stirnrunzeln, wie schnell das geht. Also du hast ja gesagt, Baulandpreise, Baustoffpreise mit allem drum und dran, wie schnell das geht. Ich muss mein Haus, was ich mir jetzt nochmal kaufe, genau das gleiche zahlen wie vor 20 Jahren. Unfassbar. Und dass das dann tatsächlich zu leisten ist, das differenziert die Gesellschaft elementar. Und das finden Leute sogar gut, wenn ich dann höre, dass es heißt, wir haben zu wenig hochpreisigen Wohnraum, weil dann nämlich genau nicht die Leute da wohnen, deren Nachnamen gleich klingen, die dann im Klingelschild 10 Leute stehen haben und wo das Auto gleich aussieht, wie du dann sagtest. Und sie wollen diese Durchmischung verhindern. Das ist eine
das ist so eine dermaßen gruppenfeindliche Methode auch zum Teil. Da kann ich manchmal ziemlich an die Decke gehen. So, also ich finde, das ist Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik in einem Atemzug. Katrin. Ich weiß es wieder. Frank, ich kann dir da nur recht geben. Und ich persönlich als Samtgemeindebürgermeisterin würde mir drei Dinge direkt vornehmen. Und das ist auch eine Antwort auf Michi. Wo ich glaube, wo man auch noch Überzeugungsarbeit leisten muss. Das eine ist, wir waren in Geestacht sehr erfolgreich damit, mit der sehr mutigen Aussage damals zu dem Zeitpunkt, als wir sie getroffen haben, wer bei uns bauen will, 25% Sozialwohnung. Da, wo B-Pläne neu gemacht werden, haben wir es vorgeschrieben. Es ist uns Investorenfeindlichkeit vorgeworfen worden bis zum Erbrechen. Die CDU behauptet es bis heute noch, obwohl wir ein total erfolgreiches Modell damit fahren. Und die Investoren stehen trotzdem Schlange. Und sie stehen auch Schlange. Wir haben Investoren im Bereich der Versicherungswirtschaft gefunden. Das ist jetzt nicht ein norwegischer Rentenfonds, sondern es ist eine deutsche Versicherung, die aber ganz solide durchfinanziert, 25% im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages, den wir geschlossen haben, 25% Sozialwohnungen bauen an der Elbe. Beste Wohnlage. Also die Sozialwohnungen sind dann nicht die 1A-Wohnlage mit dem alleinigen Blick aufs Wasser, aber es ist trotzdem in absoluter Fußweite der Elbpromenade und es sind attraktive Wohnungen. Und das ist mir wichtig. Das ist das eine, aber das ist im ländlichen Raum, finde ich, noch viel schwerer zu verankern, diese Erkenntnis, dass alle was davon haben und dass das eben für die Zukunft wichtig ist. Ich finde, man muss sich nochmal angucken, wo kann man Vorkaufsrechte als Stadt, als Kommune insgesamt überhaupt geltend machen, unter welchen Bedingungen, weil ich finde diese Frage des Flächenankaufs total wichtig. Und wir müssen uns, finde ich, auch nochmal angucken, wie wir Bebauungspläne gestalten und nach welchen Regeln. Ich nehme wahr, dass es heute sehr schwierig ist, im ländlichen, also in der Elbmarsch, ich kann das gar nicht verallgemeinern, aber in der Elbmarsch durchaus schwierig ist, wenn man ein großes Grundstück hat, auf dem schon ein Haus steht, noch ein kleineres dazu zu bauen, um beispielsweise das große Haus den eigenen Kindern zu überlassen und selbst in das kleine Haus zu ziehen und im Alter versorgt zu sein. Und das finde ich aber eine ganz wichtige Geschichte, die durchaus beförderungswürdig ist, denn es ermöglicht uns natürlich auch, dass Senioren und alte, wirklich alte Senioren wirklich noch gut leben können und auch in der Gemeinde weiter wohnen können, wenn sie dann nämlich die Möglichkeit haben, ihre Kinder in die Nähe zu holen. Und das entlastet wieder an anderer Stelle, wo Sozialstrukturen aufgebaut werden müssen, über Altenheime etc., Pflegedienste und so weiter. Und das finde ich, da würde ich gerne noch mal einen Blick drauf werfen, wenn es soweit ist. Das war jetzt nochmal so ein kleiner bunter Blumenstrauß. Nicht alles eine Frage, auch ein paar Anmerkungen. Möchtest du was sagen? Gerne. Ich glaube, es war wirklich jetzt einmal der bunte Blumenstrauß, vor allem mit der immer wiederkehrenden Unterscheidung, dass wir es mit Miete und mit Eigentum zu tun haben. Also jede Miete ist auch ein Eigentum, das ist schon klar. Das ist dann nur nicht in einer Hand an der Stelle, sondern unterschiedlich zu betrachten. Und ihr seid wahrscheinlich eine Region, die wirklich sehr stark mit beidem tatsächlich auch zu tun hat und wo man beides im Blick haben muss. Wenn ich auf die kurzfristige Dimension gucke, was kann kurzfristig gemacht werden? Was kann der Staat, egal auf welcher Ebene, kurzfristig tun? Was können wir auch im nächsten Bundestag mit einer nächsten Bundesregierung tun? Dann sind es natürlich die steuerlichen Fragen. Also einerseits nochmal eine weitere Verschärfung beim Einschreiten gegen diese Bodenspekulation, ganz klar, wo es immer noch schärfer sein könnte. Es geht aber auch um den Bestand. Es geht zum Beispiel, es ist ein persönliches Hassthema von mir, aber da kriege ich wirklich die blanke Wut, das Thema Steuerfreiheit bei Veräußerungsgewinnen. Man kann in Deutschland eine Immobilie, ein Mehrparteien-Miethaus mit 6 Wohnungen oder so kaufen. Dann kann man es 10 Jahre halten, natürlich also man generiert die Mieteinnahmen,
Man hat die 2% AFA jährlich, also die Abschreibung, die man da drauf vornehmen kann. Und dann kann man, wenn man es 10 Jahre gehalten hat, eine steuerfreie Veräußerung des Gebäudes an den nächsten vornehmen. Und der macht das ganze Spiel von vorne. Und so geht das immer weiter. Und natürlich kann man sich das an 3 Finger abzählen. Das ist einer der maßgeblichen Preistreiber im Immobilien- und damit im Mietwohnungssegment am Ende. Und es hat mit Leistungsgerechtigkeit überhaupt gar nichts zu tun, sondern es ist eine Gelddruckmaschine, die dort geschaffen worden ist. Und alle in dieser Branche wissen das auch. Und das ist ein Teil dieser Veredelungs- und Ausquetschpraxis, die wir auf diesem Markt im Moment feststellen. Und deswegen haben wir uns dazu eben auch klar bekannt, das möchten wir abschaffen, weil das wieder mal ein Angriff wäre auf diejenigen, die wirklich die übelsten Absichten auf dem Wohnungsmarkt verfolgen. Und bei denen geht es darum, die als erstes rauszuholen. Wir haben unterschiedliche Mitspieler auf dem Wohnungsmarkt, aber diejenigen, die wirklich nur auf Mondrenditen abzielen, mit denen wird es auch nach noch so vielen runden Tischen keine einvernehmlichen Lösungen geben. Das muss uns ganz klar sein. Die interessieren sich nicht für ihre Nachbarschaften, die wohnen dort selbst nicht, die kennen ihre Mieterinnen und Mieter nicht. Und eben fehlt auch noch der Hinweis, man weiß häufig auch gar nicht, wer die sind. Stimmt, ist auch ein großes Problem. Viele Mieterinnen und Mieter, wenn die in Berlin einen Brief bekommen, dass Eigenbedarf angemeldet wird für die Wohnung, in der sie leben, dass sie also innerhalb der nächsten dann 7 Jahre vermutlich raus müssen oder nach 7 Jahren raus müssen, erfahren das erste Mal durch den Brief und von wem sie ihn bekommen, dass ihre Wohnung bei Zeiten vor Jahren veräußert worden ist an wen anderes. Es gibt gar keine Mitteilungspflicht darüber, dass es hier einen Eigentümerwechsel gegeben hat, sondern das wird einfach weiterverteilt. Wir wollen deshalb ganz dringlich so ein Immobilienregister in Deutschland einführen, damit jeder und jede etwas ganz Normales, wie ich finde, tun kann, nämlich nachzusehen, bei wem wohne ich eigentlich genau und wer ist mein Ansprechpartner, damit die sich nicht hinter irgendwelchen Kanzleien oder Briefkästen auf den Cayman Islands verstecken können, sondern dass ich einen Ansprechpartner habe für mein Dach über dem Kopf, was ich habe, wenn ich dort ein Problem habe. Also das sind ganz kurzfristige Sachen, die man aus meiner Sicht ja wirklich schnell durchsetzen kann. Alles, was mit Bauen zu tun hat, geht leider nicht so schnell. Hier geht es darum, Prozesse zu beschleunigen. Nicht so weit von euch weg. In Ostmecklenburg wird ja jetzt in einem Landkreis endlich mit einem digitalen Bauantrag gearbeitet. Da haben sich diverse Bundesländer schon mal prophylaktisch auf die Bestellliste setzen lassen und haben geäußert, wenn die Pilotphase gut funktioniert, wollen sie das gern übernehmen. Ich hoffe, wie viele andere auch, dass das funktioniert, weil das könnte uns wirklich massig viel Zeit bei diesen Bauprozessen ersparen und wäre ein ganz wichtiger Beitrag dazu, auch schnell bezahlbares Wohnen bei uns hinzubekommen. Und wir, glaube ich, werden auch noch mehr Unterstützung im Bereich der Nachverdichtung in unseren Städten leisten müssen. Also da, wo wir schon Gebäude haben, Dachgeschosse beispielsweise auszubauen, was übrigens auch energetisch häufig sehr viel Sinn ergibt, weil viele Dächer, die schon Jahrzehnte alt sind, im wahrsten Sinne nicht ganz dicht sind und der Moment, wo man sie ausbaut, nicht nur neuen Wohnraum schafft, sondern gleichzeitig auch eine bessere Energiebilanz für das Haus bringt. Das ist übrigens einer der wenigen Bereiche, wo energetische Sanierungsmaßnahmen wirklich effizient was zum Klima beitragen. Das muss uns auch klar sein. Deswegen ist auch das Thema Neubau insgesamt so wichtig, nicht nur für die Leute, die da einziehen wollen und für die Bezahlbarkeit, sondern auch fürs Klima. Den viel größeren Beitrag im Gebäudesektor bezüglich Klimaneutralität schaffen wir über den Neubau. Ein eingesetzter Euro im Neubau für eine möglichst gute Gebäudebilanz bei Energie und Wärme ist viel effizienter als die meisten Euros, die man zur Sanierung in ältere Gebäudesubstanz reinsteckt. Also die Neubauten müssen auch mitkompensieren den historischen Gebäudebestand in Deutschland. Denn es wird ja hoffentlich niemand ernsthaft fordern, dass wir alte Fachwerkhäuser und historische Innenstädte weghauen, nur weil die nicht den Energiestandards des Jahres 2021 entsprechen. Und wir werden sie auch nicht aufgerüstet kriegen auf die Standards unserer Zeit. Und trotzdem erfüllen sie eine wichtige Funktion. Und das vielleicht als allerletztes Beispiel, weil es auch nochmal zeigt, dass wir da wirklich auch ländliche und kleinstädtische Realitäten im Blick haben. Wir haben in unser Programm geschrieben, wir wollen ein Programm, das soll 1 Milliarde Euro etwa schwer sein, jährlich. Und es heißt, jung kauft alt. Da geht es nicht darum, dass Enkel ihre Großeltern kaufen, sondern da geht es darum, dass junge Familien historische Gebäudesubstanz in unseren Innenstädten kaufen soll. Ihr werdet das vielleicht, ich weiß es nicht genau, auch in eurem Landkreis haben. Historische Gebäudesubstanz, die zum Teil leer steht, weil es zu
investitionsintensiv ist, sie aufzumotzen, damit dort jemand einziehen kann. Insbesondere zu teuer für Leute, die nach einem ersten Eigenheim suchen, wo man also wirklich sehr stark dann auch aufs Geld gucken muss. Und gleichzeitig will man ja nicht, dass da irgendeine seelenlose Drogeriemarktfiliale einzieht und die das dann aufmöbeln, sondern es soll ja Leben in die Innenstadt reinkommen. Es soll ja nicht nur eine Märchenkulisse sein, sondern da sollen ja Menschen tatsächlich drin leben. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Förderprogramm, was vielen Kleinstädten helfen würde, jungen Familien den Weg in die Innenstadt zu ebnen, sich den Traum vom Eigenheim dort zu verwirklichen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass historisch wertvolle Gebäudesubstanz, häufig mit Holz auch noch verbaut, was ja auch klimatisch nochmal sehr positiv ist, dass die erhalten und aufgemotzt werden kann. Das ist etwas, was ich mit besonderer Priorität nochmal versehen würde, wenn wir in die Verlegenheit kommen, auch Teil der nächsten Bundesregierung sein zu dürfen. Wir werden Teil der nächsten Bundesregierung. Das geht ja gar nicht. Das geht nur mit der SPD. Ich habe noch mal ganz kurz eine Frage. Wie schätzt du das ein, wenn wir diese Steuerfreiheit bei Veräußerung, das weg ist? Wäre das doch auch etwas, wo wir im Rahmen der Pflegeimmobilien einen großen Schritt weiterkommen, oder? Also ich nehme gerade, war das gerade Pflegeimmobilien, also die Seniorenresidenzen, Altenheime und Co. ja eher eine Kapitalanlage sind. Da geht es ja nie um den Menschen. Wäre das ein Punkt, wo wir auch ein Stück weiterkommen, dass auch Menschen sich dann möglicherweise eine Residenz oder ein Pflege- oder einen Altenheimplatz besser leisten könnten? Siehst du das so? Oder? Ja, es ist natürlich nicht die alleinige Lösung des Problems dort, aber es ist, ich kenne auch diese Fälle, wo das ein maßgeblicher Kostentreiber ist und natürlich von der Eigentümerseite auch genüsslich dann präsentiert wird, ne, weil ach, da können wir leider gar nichts für, das sind die Umstände, an denen wir nichts ändern können und so weiter und so fort. Und überhaupt zeigt das Beispiel von Altenpflegeeinrichtungen, dass wir es hier mit einem Strukturmerkmal zu tun haben. Und wir tun als Sozis gut daran, es als solches zu erkennen und auch zu benennen. Nämlich das, was wir auf dem Wohnungsmarkt haben, wie auch das, was wir in der Altenpflege, zum Teil auch im Krankenhaussektor haben, ist eine Folge dieser Privatisierungs- und Deregulierungspolitik der letzten 30 Jahre. Dass wir Segmente, die historisch gesehen immer als Daseinsvorsorge, als Gemeinwohlsegmente verstanden wurden, wo es nicht in erster Linie, mitunter auch gar nicht darum ging, dass irgendjemand Geld damit verdient, sondern dass eine gesellschaftlich notwendige Dienstleistung erbracht wird. Alte Menschen zu pflegen, kranke Menschen gesund zu machen und allen Menschen ein bezahlbares Dach über dem Kopf zu verschaffen, dass das geöffnet wurde für klassische Märkte und für deren Rendite streben. Und es verdichtet sich jetzt diese Entwicklung, weil wir in Zeiten sind, in denen klassische Kapitalanlagen, insbesondere das berühmte Girokonto und Festgeldkonto, wir kennen das alle selber von unseren Volksbanken und Sparkassen und wo wir sonst so unterwegs sind, wo all diese Anlageformen keine Rendite mehr abwirft. Natürlich suchen diejenigen, deren Geschäftsmodell darin besteht, Geld für sich arbeiten zu lassen, nach Orten, wo sicher Geld umgesetzt wird, wo man noch was verdienen kann. Naja, und was in unserer Gesellschaft passiert immer? Menschen müssen immer wohnen, alte Menschen werden immer gepflegt, kranke Menschen werden immer in Krankenhäuser kommen. Und es gibt so Sozialsysteme und Solidarsysteme dahinter, die das Ganze auffangen. Denn wenn ich es mir selber nicht mehr leisten kann, zum Beispiel die Miete, dann gibt es eben in Deutschland immer noch ein Amt, was dafür sorgt, dass für mich wenigstens irgendwo eine Miete bezahlt wird. Und da müssen wir raus aus dieser Logik. Dieses Aufmachen dieser Versorgungsbereiche hat dazu geführt, dass nicht die Dienstleistungen besser wurden, sondern dass einige sehr fürstliche Umsätze in Teilen dieser Bereiche haben machen können. Und hier eine Tür wieder zuzumachen, ob durch einen Vorrang von öffentlicher vor privater Trägerschaft im Gesundheits- und Pflegesektor, durch eine Vollversicherung, auch in der Pflegeversicherung beispielsweise, oder eben durch ein stärkeres gemeinwohlorientiertes Segment auf dem Wohnungsmarkt, durch Genossenschaften und öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, schaffen wir es hier in eine Gegenrichtung zu steuern, das Geld dort zu lassen, wo es hingehört, nämlich bei den Leuten, denen es helfen soll. Das ist ja auch eine Frage auch der politischen Akzeptanz. Wenn Leute sagen, okay, ich zahle aus Überzeugung von meinem sauer verdienten Lohn Sozialversicherungsbeiträge, zum Beispiel für die Pflegeversicherung, in der Annahme, dass meine Angehörigen und wenn es irgendwann mal soweit ist, auch ich selbst,
gut gepflegt werden, bis zum letzten Atemzug. Dafür zahle ich das gerne. Und wenn ich dann aber sehe, dass aus diesem abgezweigten Geld zu erheblichen Teilen Renditeinteressen bedient werden und das gar nicht bei meiner Oma, meinem Opa oder meinen Eltern ankommt am Ende, wenn ich Dokumentationen im Fernsehen sehen muss, wo alte Menschen 2, 3 Tage lang in ihren eigenen Ausscheidungen liegen, weil die Station so unterbesetzt ist, dass sich keiner drum kümmern kann, gleichzeitig der Pflegekonzern oder Krankenhauskonzern aber wieder wahnsinnige Gewinne erwirtschaftet hat im letzten Jahr, dann ist im Staate Deutschland irgendwas nicht ganz in Ordnung. Und da, finde ich, tut man als sozialdemokratische Partei auch gut daran, das Kind beim Namen zu nennen und eben auch zu sagen, das lassen wir nicht so stehen. Auch mit dazu beigetragen, dass hier und da dieser Fehler gemacht wurde. Jede Politik macht Fehler. Schlimm ist nur die, die nicht bereit ist, aus ihren eigenen Fehlern zu lernen und das dann aus Prinzip alles so stehen lässt. Und das wollen wir eben nicht machen. Schön. Frank, wolltest du? Du bist in der Ja, eine ganz, ganz simple Geschichte, Kevin. Was wir brauchen als Kommunalpolitiker wirklich dann auch vor Ort, sind ganz einfach teilweise diese relativ einfachen Hinweise auf solche Programme, auf solche Grundlagen, sowohl aus unserem Parteiprogramm, weil ich dann manchmal einfach besser argumentieren kann, als auch tatsächlich unabhängig von den Parteifarben zu solchen Förderprogrammen. Das geht alles, ich weiß es, das kann man mit allen drum und dran. Es wäre nur manchmal wirklich, wirklich einfacher, wenn man teilweise schneller dann darüber informiert wäre, weil ich habe manchmal das Gefühl, gerade wir tun uns so schwer innerhalb der Sozialdemokratischen Partei. Wir tun immer so, als sei das, nee, und lass mal und dann wollen wir ja doch niemanden verärgern. Ich weiß ja selber, wie das ist. Ich kenne da einige Leute auch aus dem Wirtschaftsbereich mit einem drum und dran. Wenn ich dann jetzt irgendwie so stark fordere, dann sagen die auch, sag mal, Frank, geht's noch? Ist es ja, ne? So. Nur dann kriege ich von einer der größten Gastronomiebereiche irgendwie bei uns in der Region zu hören, auf die erste Frage, was soll ich denn machen, wenn ich Bürgermeister, schaff bezahlbaren Wohnraum. Also noch nicht mal sozialen Wohnraum, sondern bezahlbar, weil meine Mitarbeiter kriegen hier keine Wohnung oder keine, die Auszubildenden können hier kein Zimmer bezahlen. Und das ist eine ausgewiesene CDU, ein ausgewiesenes CDU-Mitglied gewesen, die sagt, mach endlich. Und da brauchen wir einfach manchmal so den kurzen Weg, der tatsächlich von Berlin über Hannover geht. Wir wissen halt, wie schwierig das bei uns in der Lage ist mit Hamburg vor der Tür, so sozialdemokratisch, wie sie sind. An der Grenze hört das dann manchmal auf, zu uns in diese Kommune und aufs Land, sodass wir dann also uns und der Kuh sagen können, guck mal, das ist doch wunderbar so, junge Familien kaufen alt, hervorragend. Dann bringt man das teilweise auch in die Beratung mit rein und dann gibt es immer den einen oder anderen, der sagt, das ist eine gute Geschichte. Und dann mache ich auch die Erfahrung ganz kurz, dann mache ich auch die Erfahrung, dass manchmal so vor Ort in der Kommune es egal ist, ob das jetzt CDU ist oder FDP oder so, wenn das logisch ist und nachhaltig, dann sagen die auch, ja, dann machen wir auch mit. Ja? Genau. Und deswegen ist öffentliche, geförderte und langfristig gesicherte Bautätigkeit, deshalb ist das so gut. Genau aus dem Beispiel heraus, was du genannt hast. Und ich finde, damit kann man konservative oder wirtschaftlich denkende Menschen auch aus dem Bereich von Unternehmen eigentlich bekommen. Denn in dem Moment, wo eine Kommune, die vielleicht bislang noch eine ordentliche Leerstandsquote hat oder vielleicht sogar eine leicht schrumpfende Kommune war, das kann sich schnell ändern. Das ist meine Berliner Erfahrung. Wir haben jahrelang nicht gebaut, weil uns alle erzählt haben und die Statistiken es auch gesagt haben, wir schrumpfen. Dann sind wir plötzlich gewachsen, dann sind es jedes Jahr 30.000, 40.000 Menschen netto mehr geworden. Bups, und jetzt rennen wir der Entwicklung hinterher und können gar nicht so schnell bauen, wie wir Wohnungen eigentlich brauchen. Und dann tritt genau der Moment ein, den du auch aus dem Kleinen jetzt beschrieben hast. Dann stehen nämlich Leute vor uns, zum Beispiel Unternehmen, und sagen, Hilfe, mir laufen die Arbeitskräfte weg, sorgt jetzt dafür, dass die hier bezahlbaren Wohnraum finden. So, dann kannst du aber nicht mehr dafür sorgen, dass die Wohnungen vom Himmel fallen. Es dauert ja alles jahrelang, selbst wenn du noch so viele Regelungen und Bürokratie draus nimmst. Es dauert Jahre, bis neuer Wohnraum in großem Stil da ist. Also bleibt dann nur noch die Möglichkeit, auf irgendwelche kreative Art Mieten zu subventionieren. Dann musst du anfangen mit irgendwelchen Kinderprämien und Alleinerziehendenprämien und Einzelverdienerprämien dir auszudenken und Willkommensgelder für Neubürger in der Stadt und so weiter und so fort und für Auszubildende. Und was machst du damit? Du subventionierst die Renditeinteressen der privaten Wohnungseigentümer. Na, also deren überdurchschnittlich steigende Mieten zahlt dann die Allgemeinheit durch die Hintertür mit,
weil eine Erpressung stattfindet, die da lautet, eure Fachkräfte laufen euch weg, wenn ihr das nicht tut. Und diese Situation darf nicht eintreten, dass eine Kommune finanziell ausgeblutet wird, weil ihr das Messer auf die Brust gesetzt wird von Leuten, die als Gatekeeper ein wesentliches unserer Güter, nämlich den Wohnraum, am Ende verwalten. So, das ist wirtschaftliches Denken, dafür zu sorgen, dass so eine Situation nicht eintritt, sondern dass man bevorratend damit umgeht und übrigens auch diejenigen privaten Eigentümer ins Boot holt, die solche Renditeinteressen gar nicht haben. Das ist ein Großteil der kleinen und mittleren Eigentümerinnen und Eigentümer, die zwei oder drei Wohnungen haben, Selbstständige zum Beispiel, die nicht in der gesetzlichen Altersversorgung mit drin sind und sich das Zeit ihres Erwerbslebens abgespart haben, um daraus im Alter dann leben zu können. Für solche Leute gab es übrigens bis vor 30 Jahren in Deutschland mal ein faires Angebot. Das lautete Wohnungsgemeinnützigkeit. Das war eine eigene Rechtsform, bei der gab es für die Eigentümer Steuernachlässe. Und im Gegenzug haben sie sich verpflichtet, wie eine Sozialwohnung zu funktionieren. Ihr Wohnraum wurde langfristig gebunden, preisgedämpft angeboten. Und die Mieten durften maximal in Höhe der Inflation oder sagen wir mal 1% pro Jahr angehoben werden. Sodass klar ist, das kann nicht ausgequetscht werden, aber es gibt einen verlässlichen Renditefluss, den man planen kann, sodass man weiß, was man im Alter hat. Hat Schwarz-Gelb vor 30 Jahren abgeschafft und ist, konkreter Vorschlag der SPD, wollen wir im nächsten Deutschen Bundestag wieder einführen, als freiwilliges Angebot an private Wohnungseigentümerinnen und Eigentümer in dieser Rechtsform reinzugehen. Schönes Schlusswort. Siehst du, du hast viele Gründe genannt, warum es in der nächsten Legislatur ohne die SPD eben nicht geht. Also es geht nur mit der SPD. Außerdem kann man auch gar nicht anders gestalten. Also wir müssen ja gestalten. Wir wollen gestalten und deswegen werden wir auch die Regierung anführen und wer dann der kleine Partner wird, das werden wir sehen. Zwischendurch kam unser Sohn rein und fragte, wie lange noch? Ich habe gesagt, 5 Minuten, weil, soweit ich es gesehen habe, ja auch alles gesagt wurde und wir uns ja auch ziemlich gut ausgetauscht haben. Und bevor wir nachher wieder ganz wie am Anfang alle alleine sind, ohne technische Probleme, denke ich, wir viel gelernt haben und wir jetzt wissen, warum wir regieren müssen, brauchen wir auch gar nicht mehr länger, richtig? Und bevor ihr euch gleich wieder dreht und ich wieder den Alleinunterhalter mache, bedanke ich mich jetzt bei euch.